denn ihr? Alter. Hallo, Leute. Oh je. Ich bin so Hallo? Fertig. Das Menschen. Gibt es doch nicht, Mann. Frag mich nur, warum hat Kevin und ich diese Figur? Weil ihr kein Profilbild habt. Deswegen. Wahrscheinlich ja. Ich finde die Figuren viel cooler als diese Profilfelder. Echt? Ich auch irgendwie. So. Auch wenn eure Profilbilder cool sind, ich finde das irgendwie cooler. Ja, ich auch. Wenn man das noch customizen kann und dann einstellen kann, wie man aussieht, dann. Mhm. Ich sehe genauso aus wie ich. Eins zu eins. Ich wusste, dass er doch blonde Haare hat. Wäre perfekt für eine Runde Among Us. Nee. Da wäre ich direkt raus. Okay. Leider eine Person zu wenig da. Also, ihr könnt spielen. Kirk? Ja, bin unterwegs, muss mich nur anmelden. Ah, okay, perfekt. Die Zungersdaten habe ich ja vergessen, deshalb muss. Ah, alles gut, keine Hektik. Ich schätze mich nicht. Alter Mann, ist ganz die Zug. Chuchu. Ja, also, ich dachte, man ist mit dem Alter noch nicht alt. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich gerade wie 70. Warum bin ich so müde? Ja. Das gibt's doch nicht. Ich bin so richtig müde. Why? Warum bin ich so Was müde? Gemacht? So müde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich war ich gerade noch wach. Aber jetzt bin ich müde. Ich bin gerade fit wie ein Turnschuh. Ich auch, aber ein ganz altes Modell. Ausgelaufen, kaputt, in der Ecke liegend. Und müde. Ein müder Turnschuh. Ein Turnschuh. Ein kleines Turnschühchen. Ein französisches Turmschü. Ein Turnschü. Ach, de Turnschü. Welche Handbewegung machen Franzosen? Na, ja, Mamour, keine Ahnung. Die müssen ja Nein, machen mit Franzosen. Ja, das die Italiener nicht. Machen immer ihre. Ja. Italiener ist klar. Was machen Franzosen? Mamma mia! Machen die das mit dem Bart? So, nee. Weiß ich nicht. Ja, Ich weiß, was wir Deutschen machen. Das möchte ich mal kurz demonstrieren. Wir machen so. So! So. So. Ja, einmal auf den Lab schlagen also, und sagen so! Die Franzosen haben doch so einen langen, dünnen Schnauzbart und dann streifen sie doch einen langen. Alle, besonders die Frauen. Wir werden den immer. Ja, besonders die Frauen. Ist das nicht Dali einfach, der diesen Schnurrbart hatte und darauf werden jetzt alle adaptiert? Wäre Ali? Dali, der Künstler. Dali, Salvatore Dali. Weil der kommt doch aus Spanien, ne? Kommt der nicht aus... Ja, warum soll das ein Franzose sein? Ja, frage ich mich gerade auch mal. Salvatore. Wechselst du was, Wiebke? Ja, der hat die so ein Schnurrbärtchen. Also den... Google mal Franzosen und Bart. So stelle ich mir einen Franzosen. Ach, Jemine. Das ist doch. Das, also. Und dann fahren sie so deinen langen. Und ja, der sieht eindeutig französisch aus, würde ich mal sagen. Barett, Baguette und Franzosenbart. Und dann. Guck dir mal diesen Bart an. Wenn der nicht französisch ist, weiß ich auch nicht. Schau mal im Stream. Ach so, im Stream. Ja. Das kann ich als Mensch, der Franzosen kennt, natürlich beurteilen. Ja. Also wenn das nicht französisch ist, weiß ich auch nicht. Ah, ja. Ja. Das ist doch ein französischer Bart. Ja, der Hut ist natürlich auch sehr französisch. Ist eher amerikanisch, ne? Ja. Ach je, ich finde das ja so schon ziemlich stereotyp. 99 Cent kostet dieses Prachtstück nur, sieht aber auch so aus. Der ist ja Porto teurer als das Ding. Ich glaube, das ist einfach aus einem Stück Filz und da ist eine Struktur drauf gemalt. Hergestellt im Kindergarten. Okay. Ja, das ist ja als Bastelprojekt da. Alright. Oh je. Ja. Ah, seid ihr mit den Teams so einverstanden, oder? Oh, mir sind die Teams ganz egal.
Also, machst du bitte mehr als 15 Sekunden? Das wird so eingestellt, stand da so. Das ist ja erst, wenn man den... Ja, es ist ja erst, wenn man guesst. Ach so, ja, ja, klar, dann ist es okay. Starte ich jetzt einfach. Ich habe die Musik ganz vergessen. Ach so, müssen wir uns jetzt in Channel verteilen, oder? Und soll ich euch gleich einfach schieben? Ach so, oder? Ja, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Hallo. Ich kann euch nicht schieben. Doch, kann ich nicht. Ihr müsst mich schieben. Mach das mal. Wie viel bin ich denn im Team? Kevin! Ah, okay, hier, okay. Bis gleich. Was habt ihr vor? Wir spielen gerade Geogesser. Als Team. Habt ihr noch einen Platz frei? Wir haben gerade gestartet. Ja, wir haben gerade gestartet, sind aber bald fertig. So lange dauert das nicht. Na gut. Wenn du noch ein bisschen Geduld hast, dann ja. Ein bisschen habe ich noch. Okay. Mit wem bin ich eigentlich im Team? Mit mir und Marco. Ah, okay. Aber es sieht sehr norwegisch aus. Es sieht ziemlich norwegisch aus, ja. Warte, ich muss... Marco. So. Der Schweden. Ja? Also da ist so ein... Straßenschild, hier steht Kirkbakken und Övermarkt Havresken. Hört sich mir alle sehr schwedisch an. Ja, aber norwegisch und schwedisch ist hier sehr ähnlich, oder? Ja, aber also mit den Ös. Stimmt, eins hatte mehr Ös und die anderen haben keine Ös. Mal schauen. Ich gehe einfach mal weiter. Gelbe Kennzeichen, wir haben gelbe Kennzeichen. Aha. Ich meine, es wäre ein gelbes Kennzeichen gewesen. Ich bin gar nicht auf der Höhe. Mein Gehirn will einfach nicht arbeiten. Ich weiß nicht. Ich gucke mir gerade die Bäumchen an und denke mir, oh, wie hübsche Bäumchen. Allein rote Häuschen, das ist auch schon sehr schön. Oh, stell dir mal vor, wir hätten hier eine... Ich verbinde eher mit Norwegen. Echt? Hm. Ja. Dann sind wir da auch nicht weiter. Wir sind Matlasvägen und Havasvägen. Ja, das war nicht schnell, ich wollte gesehen, was das ist. Ja, es hört sich dann. Warte mal. Willst du in die gleiche Richtung gehen? Ich hätte eher Norwegen gesagt. Da war gerade Bergwangen oder so als Straßenschild, aber das ist doch eine City in Norwegen, oder? Bergwangen? Bergen? Irgendwie sowas? But I'm not sure. Bergen ist eine Stadt. Ja, okay, Bergen. Bergwangen war dann was anderes. Bergen. Also, ich weiß nicht, ob es das Land ist. Ich reise einfach hier weiter und hoffe, irgendwas zu finden. Reist also durch das ganze Land. Wo keine andere war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Weit und breit? Ich kenne die Gefahr, ja. Ich suche. Es könnte auch Finnland sein wegen dem. Hier geht's nach Böhringen auf jeden Fall. Ist das Ö durchgestrichen? Das nee. O durchgestrichen? Nee, sind Ös. Vielleicht ist es doch Schweden. Aber es könnte auch Finnland sein. Ist mir auch gerade mal eingefallen. Ich streiche drei durch oben skandinavische Länder. Das war toll. Keiner von uns hat hier wirklich Ahnung, oder? Ich reise jetzt so einen Schotterweg lang. Imagine, man hat Ahnung. Ja, das hätte ich gerne mal in meinem Leben. So einmal. Würde ich so ein richtiger, fetter Klugscheißer sein, der einfach alles weiß. Aber ich weiß nichts und habe auch kein Interesse, irgendwie alles zu lernen. Hast du dich mal mit meinem Papa unterhalten? Ist das ein Klugscheißer? Oh jo. Oh Gott. Da habe ich immer den guten Spruch, keiner mag Klugscheißer. Worauf dann immer irgendwas kommt, dann muss man schnell sagen, das heißt Besserwisser. Immer. Mhm. Da... Flagge, eine Hälfte rot, eine Hälfte weiß. Was ist das für eine? Das könnte Polen sein, aber es passt nicht. Dann weiß ich auch nicht. Polen, Malta. Und ich gehe einfach mal Zypern. Hat das Zypern auch? Nee, ich glaube Zypern nicht. Havras, okay. Muss da wohl irgendwo ein Land draufstehen. Vor allen Dingen ist so eine Pillepalle-Dingsbums. Ich habe irgendwie mega Bock auf Risiko gerade zu gehen. Dann. Ich hab warte, wir gehen nicht auf Risiko. Ich bin jetzt bei einem größeren Schild. Da steht:
Köppings und Langmossen. Köppings sind drei, Langmossen in... Für mich klingt's nach Finnland. Ich habe jetzt mal Finnland gedingst. Können sie gleich verteilen. Ja. Ich reise jetzt nach Köppings. Oder vielleicht doch Schweden, weil das klingt alles wie die Einrichtung aus IKEA. Köppings habe ich bestimmt schon mal gehört. Hier, nee, kennst du nicht den Schrank Köppings oder die Lampe Köppings? Aber, was ist das denn? Oh, nix. Oh, jetzt bin ich in so einem Pisseldorf. Nach rechts war eine falsche Idee. Da ist auch eine Flagge in weiß-rot. Ja, das wäre halt... Aber das sind die Städtenamen nicht. Welche Farbe hat denn Finnland? Finnland ist blau-gelb. Blau-weiß. Schweden ist blau-gelb. Schweden stimmt, ja, blau-weiß. Ja, gut, ja. Dann hilft das Rot halt wirklich gar nicht weiter. Das ist blöd. Ja, Mann, Pino. Ist es. Und hi, Eddie. Das ist GeoGuessr. Wir raten gerade, wo zur Hölle wir sind. Also welches Land, welche Stadt und so weiter und so weiter. Und wir versuchen gerade rauszufinden, wo zur Hölle wir sind, aber keine Ahnung. Wie geht es dir? Achso, ich habe übrigens das Video nicht gereilt, was du mir geschickt hast, Pino. Mit dem einen... Welches? Mit dem einen Boy da, der Klavierboy. Wir können jetzt auch gerne ich würde jetzt auch langsam machen. Muss ich mir mal ganz kurz mal angucken. Okay. Ich hab Cop Barbie gefunden, aber sonst. Ja, Amerika. Ukraine, ich weiß, Amerika. Aber wir suchen was Rot-Weißes, wie Polen, aber es ist nicht Polen. Das hört sich halt wie Golf. Oh, ich glaube, ich bin Klaus in einem Schild. Ach so, hast du auf den Text geachtet, den er gesungen hat? Ach so, ja, ein bisschen, aber nur. Er sagt, singt nur so, ich will nicht im Twitch-Chat reden, weil mich dann der Streamer fragt, wie es mir geht und ich dann gut schreiben muss, obwohl es mir gar nicht gut geht. Oh, ja, das weiß ich, das habe ich gehört. Und ich dachte mir nur, okay. Alright. Das richtige Midlife-Crisis. Ja. Dänemark. Welche Farbe hat denn Dänemark? Auch rot-weiß. Mhm, aber anders rot-weiß. Aber anders rot-weiß, als du sagst. Ja, es ist... Also ich nehme... Ich glaube nicht, dass es Dänemark ist. Ich habe Schweden genommen, wenn in Finnland. Ich hab auch Schweden. Norwegen ist übrigens blau-weiß-rot. Und es war... Dänemark hat ein weißes Kreuz. Es war Finnland. Oh, nice. Ich hab mir den Ring gemacht, weil das Ei angehört hat wie Golf. Aber du hast auch gesagt, die ganze Zeit ist Norwegen. Wie kommst du denn auf Finnland? Ich hab die ganze Zeit am Ende gesagt, auf Finnland. Nein, hast du nicht. Doch! Am Ende habe ich die ganze Zeit schon rumgeheult, dass ich auf Finnland gehe. Ganze Zeit. Das sieht aus wie Frankreich. Ja, denke ich auch. Ich habe schon Frankreich ausgewählt. Oder Kanada. Da steht Zurde. Ja, Kanada kann es auch sein, das stimmt. Aber die haben auch dieses... Truck and Trailer Parts. Vielleicht ist es... Es ist Belgien, lol. Wir sind in Belgien, Leute. Hast du eine URL? Ja, ich habe eine URL gefunden. Ja. Nice. Ja, stimmt, ja. Ich auch. Jetzt BE, hast du die Mercedes-URL gefunden? Nee. Okay, weil ich habe gerade eine URL von Mercedes gefunden. Bei Mercedes gefunden, mit ganz vielen Straßen. Hier ist doch ein Straßenschild. Oder Luxemburg. BMW Premium. Nee, ich hab doch BE. Ja. Also ich hab auch BE gefunden. Also BE. Naja, kann ja sein, dass der da nur zu Besuch ist. Ja, nee, das wenn ist wir jetzt das Bild an einem. Ja, es ist überall. Es ist Belgien. Welcher Teil nochmal ist Belgien? Französische Teil. Ja, der an einer Grenze ist, würde ich jetzt mal so. Also ich hab die blaue N4 gefunden. Ich. Blaue. Novalis. Novalis Ei. Novalis. Guck mal nach Novalis. Ob ihr irgendwas mit Novalis findet. Oder in den Kühlschrank gucken, wer die Eier suchen muss.
blaue N4. Ich habe N40 gefunden, N60, N8. Ne, die N4 habe ich, die geht direkt aus Brüssel raus, Südosten. Aber die geht, glaube ich, auch. Ne, doch nur Südosten von Brüssel. Kannst du Südosten mal anders nennen, bitte? Unten rechts. Ah ja, danke. N4 und dann sucht man nach Novalis oder so. Oder Namur. Ach, Namur, Moment. Ja. Das ist ja Namur. Namur! Wo denn? Ja, auch unten rechts von Brüssel. Dann bin ich erst bei Audagem. Joy Park. Ja, Namur. Egal, ich nehme gleich einfach einen Punkt, wo ihr Dings und gehe hier noch weiter. Vielleicht finde ich irgendwas anderes. Vente heißt bestimmt Laien, ne? Vente. Das heißt, es sind Enten in der Nähe. Ja, aber es kann nicht Mitte in der Innenstadt sein. Voiture, also... Ah, nicht übersetzen, du wärst uns eine zu große Hilfe. Das ist schon okay. Ja, sonst wird es halt unfair, wenn die anderen keinen... Wir sind March and Femme. Ich bin hier. Voiture heißt einfach nur Auto. Irgendwo hier in 350 Meter, ich weiß mal. Neben dem Autohaus. Jetzt weiß ich, dass wir... Ungefähr bei March and Femme, so, weil ich habe das Autobahnschild, weil in 350 Metern biegst du halt... Ich habe jetzt irgendwas gemacht. Ich hatte Panik. Ich habe gar nichts gefunden. Ich hätte fast Brüssel einfach genommen. Das sieht mir aus wie... Attention Paris A 500 Meter. Attention. Attention. Das ist schon mal... Irgendwas auf jeden Fall in Südamerika. Schweiz oder Luxemburg. Wenn wir kurz reinschauen. Hallo, wie das geht? Geht es dir? Oh, auf der rechten Seite. Ja. Ja. Nee, das, war, ja. Das ist normal. Ja, ich dachte, das wäre anders. Nee, ist trotzdem ein Tipp. Ist trotzdem ein guter Tipp. Mensch, der Apostel ist Spanisch. Ich habe auf den. Schließt drei Länder aus. Ne? Auf den Autos stehen alles spanische Sachen drauf. Aber das ist komplett Südamerika, also. Aber hier ist ein. Ist das eine Maut? Wir sind hier direkt an einer Grenze zu einem Land. Ich bin gerade bei einem Zoll-Dingsbums. Ja, ich auch. Da muss dann da aber bald ein Land stehen oder so. Eigentlich schon. Ja. Könnte doch einfach eine Mautstraße sein. Sowas ähnliches wie eine Maut, ja. Könnte auch sein. Ich nehme einfach erstmal Kolumbien. Rein ins Blaue. Ah, ja. Argentinien. Argentinia. Aber dann könnten wir auch vielleicht herausfinden, zu welcher Grenze. Wenn es eine Grenze ist. Wenn es eine Grenze natürlich ist, weil es ist für mich gesichert. Ja, eigentlich schon. Ich gehe einfach mal weiter. Ich suche irgendeine Straße. Es ist halt zu wenig gesichert dafür, dass es eigentlich eine Grenze sein kann. Ey, weißt du was gerade, wie das geht, schreibt Pino? Muss ich jetzt gut schreiben, weil der Streamer fragt? Natürlich. Wow. Du kannst auch sagen, ja, scheiße. Außer Mutti. Ich hab keine Ahnung von Straße. Das heißt Straße. Ah, okay. Da ist ja keine Nummer drunter. Estación de Pareja Azul. Irgendeine. Azul heißt, glaube ich, blau. Oder grün. Also, die ganzen Schilder steht die ganze Zeit: Attention, please, attention. Ja, also, ich finde, das heißt Maut. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Und man darf nur 80 fahren. Okay. Ich fahre einfach jetzt mal ein großes Stück. Ich habe, glaube ich, ein Schild. Ganz Cordejo de Rio. Azul ist blau, okay. Zweifelsfall ist es ja. Ja, Attention! Kilometer 244, A Kilometer 294, Tramo en Preparación. Okay. Oh, ein grünes Schild, da steht drauf. Ja, Achtung, haltet euch fest. La Paz. Nee, La Plata, Las Flores. Bei mir steht Flores da drauf Cachari. La Plata heißt das Silber. Was man will.
Ja, und da steht Heinrich Arsch. Ah, du hast gesagt Argentinien, ne? Las Flores, die Blumen, das Silber und Cachari, okay. Ich hab La Plata gefunden. Ah, aber es ist ja nur La Plata, 254 Kilometer nach La Plata. Und Chacha irgendwas, ne? Cachari, boah, warum ist Argentinien so groß, Mann? Das ist unter Uruguay. Neben Buenos Aires ist La Plata. Und irgendwie in der Nähe, also wenn das... Ja, ja, 256 Kilometer. Ja, dann muss das... Bitte, wenn das in der Grenze... Dann ist das keine Grenze. Ich hab Chachari. Hier ist Chachari, dann sind wir ungefähr hier. Ich mach mal auf Chachari. Aber ich finde Chacha ungefähr gar nicht. Wo denn? Da. Ja, das ist das Chachari bei 21 Kilometern. Ich bin jetzt eh schon ein bisschen weg, also irgendwie da im Umkreis ist das Chacha gar nicht. Komm gleich wieder. Das ist da, wo Marco ist. Oh, jetzt habe ich gar nicht gegessen. Ich war 3,1 Kilometer von entfernt. Boah, haben wir 4 Punkte verloren. Nee, bis auf eine kleine Erkältung, alles gut. Oh, gute Besserung. Gute Besserung. Wir haben zwei Pflanzen. Neue Alben, neue Alben. Das sieht aus wie Kolumbien. Okay, nein, das ist irgendwas wie... ein richtiges Mistwetter. Könnte irgendwie, also schon mal arabisch, oh ja, also in Irak, Iran sein. Ich sehe es gerade. Oder vielleicht... Wo ist es denn? Aber wieso... Gibt es nicht so den Geist? Ja. Ja, ich gehe mal die Hauptstadt. Wir haben gelbe Nummerschilder. Also ein Auto hatte gerade Hilfe. Ich habe mal Jerusalem angeklickt. Nee, das ist 100% nicht Jerusalem. Nee, aber das ist schon mal die Richtung. Die Kontinentalplatte ist schon mal richtig. Ja, aber ich würde weiter in den Westosten gehen davon. Was für ein scheiß Wetter da gerade. Es geht richtig die Welt unter. Regnet voll stark da hinten. Da sind Olivenbaumplantagen. Ah, oh, und ich bin in der Sackgasse gelandet. Ganz schön viel Müll liegt hier rum. Kann ich leider nicht lesen. Scheint auf jeden Fall nicht so eine tolle Gegend zu sein. Weil gibt es welche der Flaggen? Security-Wagen verfolgt. Ach du Scheiße. Dieser weiße Van, der da die ganze Zeit hinterherfährt. Das San ist so Fernando ein, Garden. Security. Ich bin im San Fernando Garden. Yo, Security habe ich auch gefunden. Ja. Da steht drauf. Okay. Super VIP Security. All we you need and world. KGB, keine Ahnung. Genau. San Fernando Garden bin ich. Da war ich gerade auch, das ist die Security, die ich vorgelesen habe. Ja, jo, hab's auch gesehen. Welche der Flaggen ist das mit dem grün, grün, hab ich auch schwarz gesehen, keine Ahnung. Irak hat halt diese Flagge. Ja. Aber... Ägypten. Nee, Ägypten nicht. Ägypten hat weiß, rot, schwarz. Boah, hier steht Fuji drauf. Fuji ist aber Japan. Aber wir sind 100 nicht in Japan, nein. Kann jemand diese Schrift da lesen, zufällig? Leider nicht. Libyen hat auch schwarz-rot-grün. Aber es ist nicht Libyen. Von der Umgebung her sieht halt so komisch aus hier. Okay, ganz klar, es ist... ist das vielleicht Damaskus? Ich hab hier Daraz Shopping Mall. So kann das nur sein. Weißt du das? Hier fahren richtig... Nein. Richtig viele Security-Autos rum. Das klingt für mich halt irgendwie nach Damaskus. Ich bin halt eher dafür, dass es sowas in der Nähe Irak ist, halt, weil... Schon wieder eine Sackgasse. Dann machen wir das jetzt so, die anderen wissen ja auch nicht, wo wir sind, richtig? Dann wählen wir einfach und setzen die hart unter Druck. Guck mal, hier ist gerade so ein riesiger Shopping Mall. Das ist ja, okay. Tausend Shops. Ich guck mal, ich lade jetzt gerade ein bisschen hektisch hier. Wir sind PS, PS. Ich habe hier eine UL mit PS. Was zum Hell ist PS?
Pakistan? Dachte ich gerade auch. Müsste Pakistan sein, oder? Nee, warte. Nee. Ist PK nicht Pakistan? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist das einzige, was mit P ist. Aber dann ist das nicht Pakistan, ist auf Irak. Also ist nicht mal Irak dann. Also PS ist die URL. PL. PL? PS? PS oder PS? Das habe ich keine Ahnung mehr. Ich! Jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Ich glaube, PS hast du gesagt. Wir haben ja alle nur Telefonnummern und Telefax, aber keine E-Mail. Hm. Schnell einen Fax hinschicken. Let's go. Wo sind sie? Keine Ahnung, aber es ist hektisch und die Musik ist dramatisch. Oh! Ich finde die Musik. Die Security fährt hinter dem Google Auto die ganze Zeit her. Hast du das gerade gesagt? Ja. Ist ja mal richtig witzig. In welchem Land ist die Security hochgeschrieben? Vielen. Ah, ich bin auf der Dublin Street. Ich bin ganz am Anfang. Echt? Ist das der Anfang? Ich glaube schon. War schlecht. Kreis gerannt. Mhm. Weil die hatte ich nämlich auch schon gesehen, aber... Okay, hier ist so eine Promenade. Gucken wir mal. Ich hab ein... Oh, wie geil hier sind Häuser und Sachen aufgebaut. Na, wo ist das? P. Tja, bitte. Alalala United Aluminium steht da. Und es war irgendwo anders. Und ich wollte Damaskus auswählen. Ich wäre so nah gewesen. Es war Jerusalem. Krass, ich hätte nicht daran geklagt. Du warst dir 100% sicher. Ja. Ich war mir auch eigentlich 100%ig sicher, weil die Flagge war nicht da, wo sie... Nein. Ja, aber was anderes, wenn wir Fanboys sind. Einfach von anderen, vom anderen Land. Aber die haben es auch nicht gewusst, dass sie immer irgendwo... Ja, aber ich war so richtig. Hätte ich das genommen. Die haben halt auch wahrscheinlich die Flagge genommen. Gesehen. Hm. Nächstes Mal ich auf mein Bauchgefühl. Scheiß drauf. Sorry. Kein Ding. Die Autos fahren auf der richtigen Straße. Also, das ist Weisingas Marschu. Das klingt... Also, da ist so ein... irgendwas mit Polen, Russland. Ne, eher so Polen. Papalinio. Pavilanio Park. Ich nehme mal Slowenien. Auf dem Auto steht eine URL, aber ich kann sie leider nicht lesen. Schade. Also, wir sind hier gerade auf dem Weg nach Jumskas. 101 gelbe Schilder. Es ist. Krieg ich raus. Vielleicht Tschechien. Also, es oder ist so. Auf jeden Fall europäisch. Einige. Oh, ah, es ist! Europäische. Nein, das ist nicht. Vilnius, wir sind in. Oh, jetzt muss ich wissen, welche haben Litauen, genau, ja. Wir sind irgendwo in Litauen. Da. Irgendwo in Litauen. Such mal die 101, die gelbe 101. Ja, was, wo sind wir da? Hab sie irgendwo? Bei Vilnius auf der rechten Seite, Richtung Jumskas. Vielleicht finden wir, entweder wir machen jetzt Gas, weil ich nicht anders nicht gefunden habe. Dann Gas, dann Gas schon mal, dann gehen wir einfach die 101 entlang. Ja, hier. Dann mach ich mal auf Kena. Nee, ich mach doch hier. Also auf dem Bus stand halt Vilnius drauf, also ich bete mal, das war so richtig. War richtig. Oh nein. Nice. Was hast du denn in der Stadt noch? Na gut. Gewonnen. Fast. Nice. Ich würde sagen, easy going. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag.
Ihr habt ihr Dings gefunden, Litauen. Ich habe auf dem Bus Vilnius, also die Hauptstadt, gefunden. Lol, okay. Da stand auf dem Bus dick und fest Vilnius und ja. Die Runde davor war fies. Ich wollte eigentlich Damaskus auswählen, weil da stand irgendwie so ähnlich. Freier sagt nein. Freier sagt, nee, das ist nicht bei Jerusalem. Ich meine zu ihr, nee, ist Jerusalem. Nee, ist nicht Jerusalem, sagt Freier. Ich will also nicht Jerusalem. Die Flagge war auch nicht Jerusalem. Aber es war so close. Aber die Flagge sagte was anderes. Domain. Egal. PS haben wir gefunden. Ja, ich auch. Aber was ist ich google das? Mal. PSURL. Ich glaube. Ja, Palästina. Ja, dann habe ich dann Palästina. Doch gesagt, Palästina. Ja. Hm. Aber warum? Krass, dass sie eine eigene Domain haben. Ja, dürfen sie, ja. Ah, ja, können wir machen. Ich meine, wenn die schon, ich glaube nicht, dass sie sich mit einer israelischen Top-Level-Domain zufrieden ja. gehen. Das kann gut sein, ja. Das macht Sinn, ja. Und wie zum Teufel kommt man auf Argentinien? Marco hat. Ach so, das war. Ja, Marco hat die. Wo gefunden? Ich habe halt ein Schild gefunden mit La Plata. Dann habe ich La Plata gefunden. Das war ja rechts unter Buenos Aires. Und dann, Schilder? Da waren Schilder ich ganz weit. Ganz geradeaus. Dann stand da irgendwann La Plata und dann irgendwann Chiari. Und dann habe ich bin ich diese Straße halt runter von La Plata. Dann nach runter und habe dann halt das. Wörtchen gefunden. Okay. Mini? Ja. Also wenn, könntest du jetzt rein. Dann komme ich doch jetzt rein. Mal ganz kurz AFK. Mhm. Hol mir kurz was zu trinken. Das ist natürlich auch ganz gut, ne, wenn man die Leute anmelden lässt und dann keine Option für den Benutzernamen gibt. Einfach, ach, ja. Komm, wir nehmen einfach deine E-Mail-Adresse, den ersten Namen da, dann passt das. Eli, bist du gut? Aber bist du gut? Ich habe das noch nie gespielt. Ja, dann raus. Also hier spielen nur gute Leute mit. Sorry. Mhm. Wow. Du Bobis. Nein, ich muss mal kurz was tun. Komm. Also ich wäre jetzt noch bei einer Runde dabei, dann würde ich hier was anderes spielen, wenn das okay ist. Oha. Das ist... Was oha? Wenn ich auf den Link gehe, kommt something unexpected happened. Oh nein. Aber hier steht drin, ich bin in der Party. Good Party? Party. Party. Jetzt mal kein Danke, dass ich hier. Ich wir sind jung und wollen rocken. Hast mich erschrocken. Danke. Runde Klammer. Für deinen Support. Doppelpunkt. Runde Klammer.
Oh, du Banzer, du Banzer. Ist der echt Doppelpunkt, runde Klammer? Ja, das hat gerade die Troller gesagt, die automatisch vorliest. Das war schon eine Troller, die automatisch vorliest. Wie wollen wir dann jetzt? Ja, bei mir ist das immer automatisch. Ja, bis seit wann? Seit einem halben Jahr. Hä? Die Subs werden immer vorgelesen. Wie wollen Wie lange warst du nicht mehr in meinem Stream? Schon immer, weil ich hab den halt. Ich hab das ja bestimmt. Auch, meinst, das Einführungs. Nee, wie hieß das? Einschaltungszeichen von Malik, ja. Hä, hey, aber du hast doch immer deine Custom-Nachricht da, das, was du da. Was ja, du aber sagst. Es wird immer vorgelesen. Also, erst kommt so ein Sound und dann liest die Troller vor. Piu, 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 piu. Genau. Warte, ich mach's gerne nochmal. Aber das vorgelesen wird immer. Danke für den Zap. Jetzt. Bei mir wurde es noch nicht vorgelesen. Runde Klammer. Bei mir wurde es auch noch nicht vorgelesen. Doch, es hat normal nicht geklappt, aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, okay, ich hab halt den Stream immer aus Sturm, weil ich hier selber drin bin. Dann kannst du aber nicht sowas behaupten, ja. Das war eine Frage, seit wann das so ist. Soll ich euch sagen, was ein großer Fehler ist? Cola zu trinken und ein Mentos zu essen? Nee, das ist witzig. Selbstmord. Das brennt noch ein paar Stunden. Soll ich sterben? Aber. Ja, seine Mikados übers Wochenende in seinem Zimmer zu stehen zu lassen. Oh nein, die sind jetzt alle geschmolzen, oder wie? Damit wurde aus Plural Einzahl. Richtig. Ich habe jetzt ein großes Mikado. Oh. Erstmal reinbeißen. Nur was ich gerade mache. Erstmal reingrinden. Ja. Wie befüllen wir die Teams? Ja, keine Ahnung. Dann drück mal alle Swap, bitte. Alle Swap drücken. Alle. Tim, du auch. Swappen. Und jetzt stopp! Wenn ihr da den Bildschirm wechselt, dann klickt man immer auf die Leute. Also prinzipiell. Ich hab das Stop nicht gehört. Dann nochmal. Okay. Bereit? Und stopp! Nice. Na gut, wir alle gegen Kirk. Das ist fair. Das ist fair. Finde ich auch. Einer gegen alle. So ist im Leben du oder ich. Dann einfach so. Auch wenn dein Herz zerbricht, davor wird die Welt nicht untergehen. Wer ist denn das Profiteam? Ich möchte ins Loser-Team. Ich bitte auch, weil ich kann das Spiel nicht. Danke. Loser-Team. Ich hab's noch nie gespielt. Da geh ins rote Team, den machen wir. Ah, das ist jetzt so. Da hat das Loser-Team sich einfach umgedreht. Kann dann bitte jemand schieben? Ja, mach ich. Danke. Okay. Moin, wer ist jetzt hier? Mit wem bin ich jetzt im Team? Wer ist das in der Mitte? Tim, ne? Tim ist bei dir und Kevin, ja genau. Das ist Neuseeland. Alter, wenn das wirklich... Nein, das sind die Philippinen. Da irgendwo. Ja, glaub auch. Das kenne ich irgendwo her. Ja. So Thailand ist es definitiv nicht. Nee. Das hatten wir schon mal. Halt, stopp! Haben da nicht mal irgendwann da so eine Brücke irgendwann? Keep American Samoa Beautiful. Das ist Englisch. Wir haben Englisch. Autos fahren in der rechten. Es ist Samoa. American Samoa. Rangshimasaki. Was ist American Samoa, Leute? Samoanischen Inseln. Hawaii hinten. Hawaii, das könnte sein, weil da steht Keep American Samoa Clean Again. Dann drück schon mal. Also aber ich weiß noch nicht, was Samoa ist. Pidi, wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, wenn du nur auf die Karte drücken, noch nicht gessen. Mhm. Wo ist denn Samoa zur Hölle? Wo ist denn Samoa? Wir müssen Samoa finden. Jetzt bin wo ist Samoa? Müssen Hawaii finden. Dann habe ich. Also Hawaii habe ich. Ist Amerika links. Aber wo ist Samoa? Ja, ich muss da jetzt drucken. Ja, ich weiß nicht, wo Samoa ist. Keiner da ist Samoa. Oh, weil ich habe das gefunden. Also, verdammt.
egal. Oh, mehr deiner sagen müssen, dass ich was auswählen muss. Ja, du musst, wenn du was findest, halt drücken und ja. Noch nicht drücken. Wir sind in Sahaja. Also, du findest raus, wo du bist, dann auf der rechten Seite findest du deine E-Map. Du musst was, also du markierst, aber nicht Gessen drücken. Sobald du Gessen gedrückt hast, ist, also hast du schon ausgewählt. Okay. Genau, richtig. Wir sind in Sahaja. Es klingt mir irgendwie südamerikanisch. Oh. Terima kasih. Covid-19. Ich will nur noch gucken, wo Covid-19 diese letzten Jahre war. Da. Puh. Hm, gute Frage. Wir sind wieder irgendwo. Guck mal, da steht Behati Hati. Das klingt auf jeden Fall nicht spanisch. Behati Hati? Behati Hati. Wir sind halt schon wieder an der Grenze. Geht mal da dran, da sind mehrere Schilder, wo wir sind. Sahaja, okay, ne, bei mir, da steht nur Sahaja, Leute. Ja, das weiß ich. Und Hamburg. Wie Hamburg? Auf dem Schild, auf dem einen steht Hamburg. Wer behält das Demasa Militias? Demasa? Mhm. Weiß nicht, was das sein soll. Was war Isharif, hätte ich dir jetzt sagen können. Was ist es? Okay, ich komme in ein grünes Schild. Ich lese gleich vor. Ist noch sehr schlechte Quali. Es geht hier ab nach Persiaran, Bayo, Pasir Guadang. Da hinten ist ein grünes Schild. Es klingt mir halt irgendwie so ein bisschen indisch. Also nicht ganz, aber so ein ja, Stück. Absolut. Aber da macht die Schriftzeichen keinen Sinn, weil die in indisch. Was für Schriftzeichen? Oh, warte, was hat als Flagge? Wir sind USA-mäßig. Wir sind Malaysien. Malaysien sind wir. Malaysia sind wir. Wusste ich doch. Ich habe gleich ein Schild. Malaysia, wir wissen doch, wo wir sind. Wir wissen das. Warte, ich hab auch ein Schild. Das habe ich gerade vorgelesen. Yep. Ja, Pentian, Persiarian, Bayu. Wir müssen die. Wir suchen eine gelbe 5 in Malaysia. Eine 5. Hab die 5 auch. Auf der linken Seite findet man die 5. 5 und E3 brauchen wir. E3. 5. Also in Malaysia finde ich keine 5, da finde ich nur A. Auf der linken Seite, bei Klang. E3 oder E32? E3. Wir müssen gessen. Ich habe gegessen, da wo ich bin in der Nähe. Gestern mal. Zu spät. Die ganze 5 da lang. Okay, und jetzt? Ach, näher bei Singapur, war klar. Aua. Oh, ein paar Kilometer. Ja, schade. Das ist Afrika wahrscheinlich. Sieht verdammt nach USA aus. Florencia. Das ist nicht Amerika, glaube ich. Kann durchaus sein, Freier. Florencia, Sola. Das ist nicht mehr Amerika. Nein. Das könnte Guatemala oder so sein. Hier ist auch nichts außer Wüste. Nee, halt ein Gang. Wir haben ist das eine dunkelhäutige Person? Nee, haben wir nicht. Der hat fast eine Gasmaske auf. Okay. Okay, also wissen ja schon mal, dass es warm ist, ne? Also. Es ist sehr warm, ja. So wie es aussieht, Rechtsverkehr. Also dann ist schon mal es nicht Südafrika. Afrika? Ich glaube auch nicht, dass das Afrika. Ja, Bauarbeiter mit einem Straßenschild.
Inicio de obra. Obra? De obra. Kannst du das mal in Deutsch aussprechen, was da steht? Inicio de obra. Over. Okay, es ist wahrscheinlich so aus wie Kolumbien. Nee, das kann es sein. Uruguay auch nicht. Guatemala, es Kuba. Es war aber eher so ein Baustellenschild, ne? Ja, es ist auf jeden Fall Spanisch, deswegen. Also ein spanisch sprechendes Land. Also könnte Kuba sein, sowas in der Art halt. Ich weiß nicht, wie Kuba aussieht, aber... In der Art. Ja, äußerlich sieht die ganze Karibik ungefähr gleich aus, nur die größeren Städte sind halt anders. Ja, Centro Educativo La Quebrada. Eigentlich müssten wir gucken, ob wir Flaggen finden. Kolumbien. Wir sind in Kolumbien, meine ich. Okay, wie kommst du drauf? Ich habe eine Flagge gefunden. Die gelb, blau, rot ist. Wir sind in Kolumbien. Okay. Aber ich habe daneben auch eine Flagge gefunden, die nicht Kolumbien ist. Also vertraut mir das auch nicht. Okay. Aber ich würde Kolumbien schon mal auswählen, weil ich die Fahne... Panama, okay? Panama. Ich habe gegessen. Das ist eigentlich nicht so gut. Doch, weil die Leute wissen nicht, dass wir in Südamerika sind. Wenn die Afrika-Dings sind, sind wir richtig geil dabei. Ja, aber ich hab schon gegessen, ich will aber die Flagge mal googeln. Gelb? Überall in Panama kann man eigentlich den Berg setzen, eigentlich. Schön. Ja, siehst du, war close, würde ich sagen. Flagge. Welche Flagge ist das denn, hä? Guck mal, Costa Rica, Panama. Oh, wir haben auch richtig ein breites Gebiet abgedeckt. Es war Kolumbien, lol. Okay, hier haben wir Resto. Aber der anderen Flagge gab es nicht. Welche Sprache ist das? CZ, wir sind Tschechien. Wir sind Tschechien. Wir sind in Tschechien. Schild gesehen mit Masaryk. Also Tschechien, Masaryk. Elektro-Svidital. Du bist ja auch so ein Elektro-Svidital. Aber... Ich habe ein paar Costa gefunden. Wir können ja mega schnell jetzt Tschechien wählen. Vielleicht haben die es nicht gesehen. Wir wissen das Land nicht. Na, ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Wir können noch es können wir das machen. Okay, dann nehme ich hier. Die wissen das Land nicht. Wir regeln das. Leute, wir regeln das. Irgendwas in Tschechien auswählen. Ein bisschen bei Prag, ein bisschen bei Brno. Und wir regeln. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wählen. Perfekt. Und easy. Hab ich jetzt gegessen? Easy going. Wieso hab ich nicht gegessen? Scheiße. Ja, 15 Sekunden sind zu wenig, finde ich. Für schnell gegessen. Ja. Man muss sich dann halt doch immer ab. Ja. Auch irgendwas. Ukraine sind wir. Ukraine. Sind wir in der Ukraine, ja. Yo. Ja, ukrainisch. Aber das haben die anderen halt auch gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wenn du dich nach links drehst direkt, ist am Haus eine ukrainische Flagge. Ah. Oh Gott, ich fühle mich ganz unwohl gerade. Wenn ihr geradeaus fahrt, wenn ihr rückwärts fahrt, geradeaus fahrt, dann kommt ihr in eine Sackgasse rein. Okay. Ich ja jetzt auch Kyrillisch könnte. Wird überbewertet oder so. Ich bin nur auf der Hauptstraße. Ja, ich jetzt auch. Ich gehe nach vorne. Ich bin jetzt schon das zweite Mal in eine Sackgasse gekommen, ich trottel. Fühlt sich ganz unwohl an, in dem Land zu sein, aber ich gerade ganz ungerne. Hm? So sieht's halt nicht mehr aus. Ey, ich bin bei beiden Seiten in der Sackgasse. Was soll ich tun? Seid ihr rausgekommen? Ich hab gerade ausgefahren. Bei mir sind beide Seiten eine Sackgasse. Wie spricht man da denn aus? Niverde Stock? Ah. Jetzt habe ich ein URL mit VA. Ich hab da ein großes Namensschild. URL? Ja, gut. Hat sich erledigt. VA. Aber ich glaube nicht, dass
das existiert. Keine Ahnung, das war halt so ein Öko-Bild. Vielleicht ist das auch die einfach die. Vielleicht hat die Flagge auch einfach nur irgendjemand aufgehangen. Ja, das denke ich nicht. Nein, ich habe öfters jetzt die Flagge gefunden. Also ich glaube nicht, dass jetzt gessen. Dadurch, dass zu dem Zeitpunkt noch kein Krieg herrschte. Oh, nice. Boah. Ganz unangenehm. Quadruple Damage. Port Louis. Aber Lakes. Das hört sich sehr französisch an. Ja, Port Louis. Und Sabbelhalle. Hier waren. Also. Die gute Sabbelhalle. Wir waren hier schon mal. Ich bin immer dafür schnell zu. Oh. Gessen. In der Hoffnung, die anderen wissen das Land noch nicht. Ja, aber ich glaube, wenn er. Ich würde noch nicht sagen, wer da Frankreich hier ist. Ich würde auch. Ja, bin ich auch vorsichtig. Nee, Moment. Rupert ahead. Ja, das könnte nämlich auch Kanada sein. Ja, ich habe hier auch Community Guns handelt 2-5, 3rd October 2021. Wir sind im englischsprachigen Raum. Also suche ich den französisch-kanadischen Dingsbums. Ja. Das ist immer bei Quebec oder so. Weiß ich nicht, wo das ist. Möchte jemand graben werden? Hier ist ein Friedhof. Nee, danke. Nein. Sehr freundlich. Ja, Ottawa ist ja der englische Sprachrichter. Dann müsste das. Quebec oder so ähnlich ist der französischsprachige. Man fragt nicht, wo es ist. Ja, Quebec ist das. Müsste dann Kanada oben irgendwo sein. Ja, die Autos fahren auch in der falschen Richtung. Das muss Kanada sein. Kanada im Linksverkehr? Also ich habe hier eine Linksrichtung. Was ist kein Recht? Kanada fährt aber nicht falsch rum, Freier. Ich weiß nicht wo, aber ich kann euch nur sagen, die fahren hier aber falsch rum. Dann ist es was anderes. Dann müssen wir bei Neuseeland gucken. Tatsächlich, es kann nicht Kanada sein. Neuseeland, ja. Ja. Oder? Und so zerbröselt der Keks. Straight Belly, such mal bitte nach Straight Belly und Belly Roan. Das hört sich aber mehr. Belly habe ich. Ist klein. Roan? Nee, meiner ist groß. Nice. Meiner auch. Nicht so nice. Ario. Ich habe eine irländische Flagge gefunden. Wir sind in Irland. Oder grün, weiß, orange. Es kann nicht sein. Oder? Dann ist es nicht französisch, weiß, sondern orange. Irisch. Das ja, aber es kann kein Linksverkehr sein, Leute. Es ist irisch. Es ist Irland. Wir sind dann ja in der Nähe England. Ist das doch... ist in England nicht Linksverkehr? Ja, da ist stimmt. Ist sicher. Dann könnte es doch Irland sein, oder nicht? Ja. Was nun? Entscheidet euch bitte. Ja, ich würde Irland dann gehen. Irland. Tiki-taki. Irgendwas mit Belly hatte ich, ne? N11. Wir können nach N11 suchen oder so. Mal gucken nach N11. Das ist Nordirland. N15. Hier Richard 425er. Also ich meine, das wäre ein L. Chad Belly. Die N7 hätte ich in da. N11, ganz unten Nordirland. Bei ganz unten Nordirland. Ganz unten Irland. Bei Kilmore Quarry. Geht die N11 hoch. Oh, bin ich gerade im richtigen Land, ja. Kannst du irgendeine große Stadt sagen? Ich habe Port Louis gefunden. Aber das ist bei der 77, das macht ja keinen Sinn. Ach, ich habe die N11. Bei Wexford in der Nähe. Dann gehst mal, ich geh mal auf Port Louis, weil ich habe Port Dings gefunden, war in der Aufnahme. Wir suchen ja irgendwas mit Belly. Ja, ihr müsst gessen, Leute. Ihr müsst gessen. Ich hab's gefunden. Nee, Belly Money habe ich gefunden. Ach, scheiße. Belly Money. Ach, lol. Ich streame die ganze Zeit, aber keiner kann zusehen. Sag mir auch keiner Bescheid hier. Orebikston, Balistone. Ist das da hinten die chinesische Mauer oder was für eine Riesenmauer ist das da? What the fuck?
Wir könnten in Kroatien sein. Jo! Ja. Es ist nicht die chinesische Mauer, aber es ist trotzdem eine Riesenmauer. Ja, aber wir können in Kroatien sein. Ja, Dubrovnik. Wir sind in der Nähe von Dubrovnik. Wir sind in Kroatien. Ich habe eine Stadt. Ich habe die Stadt gefunden, wo wir gerade drin sind. Wir sind in. Okay, nein, Malistan. Das ist wahrscheinlich irgendwo da. Ja, bei Dubrovnik. Müsste schauen. Also jetzt muss ich hier erstmal Kroatien finden. Da. Dubrovnik war da unten irgendwo. Oben irgendwo. Lag. Dubrovnik habe ich gefunden. Weiter. Splido. Und wo ist Dubrovnik? Wenn du. Ach, unten, ja, ich hab's gefunden. Gehst. Aber ich würde noch nicht guessen, weil ich glaube nicht, dass wir genau in Dubrovnik sind. Ich bin auch gerade ein bisschen blind. Wo ist Dubrovnik? Wenn du. Ah, ich hab's. An der Grenze zu Montenegro, ja. Ich hab's. Wir müssen nach Orebic finden. Wir müssen Orebic finden. Und Neum. Ja. Wir sind bei der Villa Coruna in Malistan. Ja, ich guck mal nach Malistan. Ich hab gefunden. Hier, ich gesse. Ja, ist Malistan. Ja, ist da ist auch irgendwie Orobik oder so? Dann gehe ich und mal weiter ist direkt daneben. Dann gehe ich mal hier hin. Aber ist hier abgefahren mit dieser Riesenmauer da. Boah, das gibt richtig Schaden für die Gegner. Ja, ich komm gleich hoch. Round 8. 6-mal Damage. Oh, da ist irgendwas Asiatisches. Wir sind in Okabe. China. Ja, Japan meine ich, Japan meine ich. Japan mein. Ich kann nur Japan. Ja, ist gut. Tokio, in der Nähe Tokio. 83 Kilometer zu Tokio. Hast du denn gerade noch gesagt, wäre nicht japanisch? Es ist Japan, ich habe gesagt Chinesisch. Ich hab nicht Chinesisch. Wir haben 83. Dann lass mal schnell gessen. Ich hab Saitama 60 Kilometer und Kuh, irgendwas mit Kuh. I'm sorry, ich hab Puma gehört. Er meinte schnell gessen, ich hab schnell gegessen. Tut mir leid, ich hätte so allgemein fragen sollen. Dann gehe ich in die andere Richtung, weil irgendwie in der Richtung muss es ja sein. Es muss halt in der Nähe Tokios sein. Ja. Ah. Was? Dann sind das halt 83 Kilometer zu Tokio. Okay. Ich habe 83 Tokio gefunden. Warte, Tims Logik wäre hier so ein Schafe, also ist das Deutschland. Ach so. Ne, dafür sind die Straßen zu gut. Ey, wenn das jetzt Deutschland... Das könnte was Osteuropäisches sein, weil ich glaube Polen. Wollen wir doch mal Polen gessen und direkt rein? Wollen wir direkt Polen mal gessen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die blaue Feuerwehrhydranten haben. Warte, hier steht dran. Ich habe Zagreb gefunden. Wir sind in Kroatien. Ja. Boah, zum Glück haben wir nicht gedingst. Also ich habe ein Schild gefunden Richtung Durdevac und Zagreb. Warte, was? Ich weiß gerade nicht, wo Zagreb ist. Ich guess auf euch dafür Zagreb. Ach, ich hab auf Zagreb geguessed. Ich war zu weit unten jetzt. Okay. Schon ein bisschen weiter weg. Ja, ich habe jetzt auf Zagreb geguessed. Immerhin, ja. Haben wir Viecher bekommen? Nee, ne? Nein, 18 oder so. Relativ wenig. Ich war halt in der Nähe von Limite A 30 Minuten. Ich würde aber gerne gucken, ob das Frankreich ist. Ist auch Euroland. Mate. Ja, es ist französisch. Könnte Belgien sein. Hier vorne ist ein Hotel. Guck nach URLs. Ich gehe mal rückwärts. Wir haben Europacar. Das ist Frankreich. Das müsste. Ja, wir sind wahrscheinlich... Remy Martin. Cognac Remy Martin, also irgendwie eine Schnapshochburg oder so, oder? Couture du Stationnement. Also es ist irgendwas Französisches, wie wir schon herausgefunden haben. Wir sind in Bordeaux. Charles de... Bordeaux.
In Bordeaux? Ah, ja, in der Nähe von Bordeaux. Ich bin. War das nicht an der Grenze? La Rochelle, La Rochelle und Bordeaux, sind... wenn wir Bordeaux finden. Bordeaux ist links südwestlich. Unten. Wo links unten? Da, ich hab Bordeaux. Dann geht mal irgendwie. Ich bin halt richtig in der Autobahn Richtung Bordeaux. Also wir sind in der Nähe von Bordeaux. Guckt mal nach Loricello oder so, wie das ausgesprochen wird. La Rochelle ist hier oben, also irgendwie dazwischen ist das. Ich guess jetzt einfach mal. Das muss in der Nähe Loricello und Bordeaux sein. Guess mal. Ja, irgendwie hier, weil da unten ist Bordeaux und da oben ist La Rochelle. Also irgendwie dazwischen, denke ich mal. Okay. Irgendwo dazwischen. Weil es geht halt da Richtung Hauptstadt Bordeaux. Boah. Ja, okay, ja, Marco hat halt die Stadt gefunden. Schade. Aber wir haben noch viel. Oh, und das war Cognac. Dachte ich doch, ich habe Cognac und Dings gefunden. Ich dachte, den Alkohol, Cognac. Dachte ich auch. Ja, kommt er ja her. Was ist ich? Ich bin da nicht so. Ja, are you kidding me? What the fuck? Okay, beeilt euch, die haben irgendwas gefunden. Keine Ahnung, ich kann Abend. Nicht. Abend. Es ist, ich nehme Grenze Mexiko. Oh, ich hab nicht gegessen. Nevermind. Hey. Wie hast du. Hast du uns gerade hart den Arsch gerettet, oder? Hast du das gemacht? Ja, müssen wir irgendwie Südafrika, Afrika. Ich ey, Kirk, du bist genial. Du hast das gemacht. Weiß ich nicht. Genial nochmal. Ich denke mal die Karte vielleicht in der Vergangenheit, weiß ich nicht. Bitte nochmal. Kommune, hier ist ein Schild mit Kommune. Das könnte es was. Noch was. Wie, ja, es ist Spanisch. Eher so ein Bauschild. Oder Italienisch, das weiß ich noch nicht. Sag mal raus. Monzellise. Monzelli hört sich mehr mit ICE. Das klingt nicht Spanisch. Italienisch oder. Oh. Ich geh mal weiter, ich muss auch ein Schild lesen. Ich hab hier ein Straßenschild. Pignara. Kevin schon wieder. Ich glaube, es ist Italien, aber ich bin mir nicht dann sicher. Dann geht einer mal nach Spanien, einer nach zwei nach Italien, zwei nach Spanien. Dann gehe ich nach Spanien. Es sieht optisch italienisch auch aus. Oh, ich bin leer! Tja, die Strategie von denen funktioniert wohl nicht, würde ich sagen. Nee. Easy. Ja. Ich bin raus, Leute. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ich würde sagen, dass die Strategie, ich picke so schnell wie ich kann, nicht aufgegangen ist. Bitte was? Die Strategie, ich picke so schnell in der Hoffnung, das andere Team hat das Land noch nicht, hat nicht funktioniert. Naja, es funktioniert nicht, wenn man sich nicht im Land verteilt. Das war der Fehler gerade. Ach so. Wir sind alle einfach in den Süden gegangen. Nein, das war gut, wir hatten nur Glück, Mann. Das war alles. Vor allen Dingen das mit Afrika, weißt du? Ich war ganz woanders. Ja, da war eine Domain. Ach, okay, es war so schnell. Holy fuck. Und ich hab sogar gesagt, die eine nach Pretoria, ihr Nüsschen. Ah, wo zur Hölle ist Pretoria? Ihr Nüsschen. Das ist jetzt auch meine Frage gewesen. Pretoria, direkt bei Johannesburg. Hm. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, genau. Naja, das wird genauso groß angezeigt wie Eswatini und Lesotho und andere Länder. Aber. Okay. Also, weil es ja auch hier das. Egal. Ich war so schlecht diese Runde. Aber ich bin jetzt wacher. Also die Musik, das Adrenalin, das macht schon einiges, würde ich sagen. Ist so. Dann öffnen sich die Augen auch wieder. Aber ich bin jetzt auch mal weg. Und sag mal viel Spaß noch. Bis Dani. Ciao. Und viel Spaß in Griechen-Dings. Ja, danke schön. So, vergiss die Karte nicht. Ich versuche mein Bestes. Ja, hi. Oh, wie cool. Kriegt der von mir auch eine Karte. Hm. Urlaubskarte. Spontan Urlaub fahren. Karte schreiben. Karte aus Witten. Dortmund oder so. Nee. Eindeutig. Auch aus dem Urlaub. Okay, also, ich habe gehört, wir spielen jetzt sonst Davi? Fragezeichen.
Ein bisschen wäre ich dabei, ja. Nice. Dann viel Spaß. Willst du nicht mitspielen? Ich habe doch das Problem, dass es bei mir nicht schadet. Ah, heute funktioniert das. Ich hab's auch nicht gelöst. Ah, jetzt funktioniert das. Starte das nochmal. Das funktioniert. Einfach nochmal probieren. Manchmal geht's erst beim zweiten Mal. Wie ist das Spiel nochmal? Und? Ada. Together. And we all lived. And we all lived together. Together. Dankeschön. Das war aus Warframe. Okay. Sure. Ist es schlimm, wenn ich nicht ganz so Lust auf das Spiel habe? Nö, no, gar nicht, gar nicht. Okay, dann werde ich nämlich. Okay. Ja, du bist angeblich noch in Dead by Daylight drin. Hä? Oh, lol, das Spiel habe ich dann schon seit 6 offen. Ja, für Dead habe ich das auch keine Lust. Bist du gerade dabei, deine Dingsdabums da zu faken? Deine, wie heißt das? Ach, mein Gehirn einfach, ne? Heute zu nichts zu gebrauchen. Deine Spielstunden, falls mal wieder Games dran kommt, was du am meisten gespielt hast. So. So. Ja. Ja, klar. Wie kann ich denn hier joinen? Das kann nicht hin. Das ist natürlich mein Ziel. Pedo, bist du da? Nun ja, dann. Dann unterhalten wir uns halt einfach. Oder so. Wobei das halt wirklich, ich habe das in den letzten 2 Wochen 26 Stunden anscheinend gespielt. Ich weiß zwar nicht, ich habe das in den letzten 2 Wochen 26 Stunden gespielt. Dead by Daylight? Ja. Das ist über einen Tag. Ja, kein Wunder, wenn du das Spiel die ganze Zeit offen lässt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe das jetzt zum, ich mache das nicht immer. Nur bis ich, nur bis es ganz oben ist. Naja. Also für die nächste Gaming-Kunst-Challenge auswählen. Genau. Apropos Kunst-Challenge, ist euch mal aufgefallen, dass ich noch gar nichts gemacht habe? Mein Kopf ist leer zum Thema Waitwood. Ich weiß nicht, was ich tue. Du hast ja den ganzen Monat Zeit. Ja, was ich bin nicht so sicher. Bin ich so ein Waitwood-Sticker mal neu, dass ich sowieso vorhabe, ist das fein, oder? Du machst das Konzert auf und machst da seit einem Jahr. Oh, ja. Ich bin immer noch am Rätseln, was ich zu welchem Lied male, so als Sticker, so als Intro-Ding. Ich meine, ich habe jetzt ja nicht so viel Auswahl. Ich habe noch übrig immer Mind. My name is Dark. A Human. Und Reality. Und Back Again. 5. Ich glaube, ich habe gerade voll die gute Idee. Ich muss mir das mal eben aufschreiben. Machst du Piece of Heaven and Hell und dann machst du direkt alle Songs kombiniert. Nee, das ist blöd. Das ist nicht so geil. Ich kann ja auch Little Piece of Heaven and Hell nicht nehmen, weil ich ja einen QR-Code reindingsen möchte. Aber mir ist gerade ein Stormtrooper mit Schmetterlingsflügel eingefallen. Das wäre dann für immer Mind. Wäre, glaube ich, richtig witzig. Könnte gut sein. Und so einen lustigen BH und so. Könnte witzig sein. Musst du aufpassen. Disney ist da sehr. Darfst du nicht verkaufen. Wieder da. Wow. Ja. Ich darf keine Sticker malen. Von Stormtrooper. Kein Stormtrooper. Ja, aber ist ja ein Stormtrooper mit Schmetterlingsflügel. Ja, nur Stickerpakete. Ja, aber. Was? Ich darf kein Stormtrooper-Sticker. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Natürlich nicht. Es gibt mega viele Artisten, die so ein Shit raushauen. Ja. Aber verkaufen? Ja, die verkaufen ihre Sticker.
Dann ist das nur, weil die noch nichts von mitbekommen haben. Also Disney ist da wirklich sehr hart hinterher. Dann streiche ich... Weil das irgendwie ein bisschen Fahrt aufnimmt mit der Kreation. Machst du es dann mit meinem Musikvideo? Das sollte gehen. Warum? Fair Use oder so. Keine Ahnung. Außerdem verkaufst du das ja nicht. Das stimmt. Oh, das war so eine gute Idee mit dem Stormtrooper mich mit links flügeln. Dachte, ich hab's geregelt. Pido? Naja, man kann ja jetzt Kirk probieren, ob das Spiel geht. Das ist ja auch sehr vorteilhaft. Ja, genug Zeit. Geht nicht, schon probiert. Was steht da? Ups. Wie das letzte Mal kein School for ein Verzeichnis. Kein was für ein Verzeichnis? Irgendein Spieleverzeichnis. Öffnest du die normale Version oder die? Ich habe alles versucht. Ich habe sowohl mit Add-ins, ohne Add-ins, direkt aus dem Verzeichnis, vom Steam. Also meint uns, da wurde gerade vom Antivirenprogramm geblockt. Musste ich erst zulassen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht, aber wir haben den Zugriff auf irgendeinen geschützten Ordner erlaubt. Alles klar. Also das war jetzt gerade. Oh! Ich hab das Spiel gestartet, eine Mod-Fehler. Sieht nicht gut aus. Was hat sich seit dem letzten Mal geändert? Du hast nur das Spiel gestartet? Ich hab nur das Spiel gestartet, dann das ist schon ein bisschen komisch, Antivirenprogramm, ne? Und dann direkt in den Mod-Fehler. So, ich versuche mal das... Oh, ich sehe gerade, es gab so vor 5 Tagen... ein großes Update. Au. Am 4. August. Das war aber vor in der letzten Session. Und vielleicht gehen deswegen generell die ganzen Mods nicht. Das kann gut sein. Also, dass sie aktualisiert werden müssen. Gerade sind auch alle deaktiviert worden. Hola. Hi, Hola. Wir warten auf dich. Ja. Die ganze Dacht Zeit ich mir schon. Sorry. Ist schon okay. Aber ich bin da. Oh. Okay. Raus. Okay, Tim. Komm vielleicht später. Okay. Nee, Tim. Das geht jetzt aber nicht. Ja, aber wenn er nicht möchte. Doch, ich habe gar nicht so Bock auf Donnerstag irgendwie. Welch? Ja. Und ich werde wahrscheinlich auch passen müssen, weil. Ja. Den Mainscanner deaktivieren oder irgendwas erlauben, wo es mir ein bisschen unheimlich ist. Ich frag mich. Steam wurde durch überwachten Ordner Zugriff durchführen von Änderungen gehindert. Steam wurde gehindert. Aber euch viel Spaß. Jo. Dankeschön. Bis denn. Bis dann. Ich kann offline spielen. Oh, thanks for playing. Alles klar. Oh, genau. Ich bin da drin. Oh, geht's? Ja, anscheinend. Geil. Welcome, hack, please enjoy. Ey, warte. Du bist schon. Was? Ist die Welt schon offen? Nein. Nö. Ach, aber bei Kirk geht's. Mein Spiel hat sich jetzt geöffnet. Okay, nice. Der sagt dich doch einfach nochmal öffnen, dann geht's. Tim hätte gesagt. Jetzt muss gesagt... ich hier den Hauptmonitor wechseln. Wie kann ich den Monitor wechseln? Display 3, Display 1, Display 1. Nehmen wir mal Display 1. 1 Apply, das ist nicht das Display 1. Cancel. Wo habe ich Display 2? Apply. Das ist auch nicht das. Doch da. Accept. Auflösung ändern. Full HD. Sollen wir eine neue Apply. Welt machen? Nee, ne? Mir egal. Können wir gerne machen. Warum, dann mit eins auch für Kirk. Warum jetzt. Verschiebt er jetzt meine anderen Monitore hier? Warum ist da jetzt hier alles. Create New World, Cooperative. Das weiß ich nicht. Netbook Mode Disabled, Mode Text. Das hatte ich das letzte Mal aber nicht. Graphics. Fullscreen Disabled, Enabled, Display 1, Display 2.
Pido, hast du mal im Briefkasten geguckt? Heute noch. Mach Warte, mal. Heute? Mach mal heute. Warte, ich guck gleich mal. Okay. Oder? Hatte ich doch. Warte. Ich guck gleich mal. Bei diesem Dornstaff die Layout. Von ich komm gleich wieder. Okay. Ja. Bitte was? Was ist mit dem Layout? Das Layout muss ich irgendwie ändern. Okay. Together. Ich kann mich irgendwie voll mit dem Charakter hier in diesem Mittelbildschirm. Jetzt habe ich Deutsch umgestellt, muss ich da was runterladen oder? Sprachpaket, ja. Ich habe es einfach auf Englisch gelassen. Ich habe es auch auf Englisch gelassen. Bestimmt das Fenster. Don't starve together. Schließen. No mods installed, okay. Ah. Ich kann mich irgendwie voll mit dieser Trulla da vorne identifizieren oder dem Wesen auf der linken Seite. Eher dem Wesen auf der linken Seite. Und ihr so? Weiß nicht, was du meinst. Ja, auf der Startseite. Da ist hier so ein riesen Schild mit genau Dingsbums. Hallo Levi, wie geht's dir? Ja, und ich finde irgendwie, dass die in der Mitte 1:1 ausschaut wie ich. Warte. Ist das nicht dieser, wie heißt die? Guck dir das an! 1:1, sag ich doch. Ja, die Wiegfried, genau. Ja. War leider nichts im. Nichts? Kasten? Noch nicht, wahrscheinlich. Sollte aber. Okay, vielleicht morgen. Kommt bestimmt noch was. Bin extra am Release Day zur Post gedackelt. Am guten Release Day, okay. Am guten Release Day. Dann stand ich da mit meinen Briefen und die Frau sagte voll genervt, wollen Sie vielleicht Briefmarken kaufen? Meinte ich, nein. Möchte gerne diese Briefe abgeben und einer wird jetzt Ausland. Guckte sie drauf, ist ja überall das Gleiche drin. Ich so, ja? Also, wer weiß? Aha, sagte sie. Ich war voll am Strahlen, glücklich und die war richtig genervt. Und ich guckte sie Dankeschön. An mit glitzernden Augen und im Hintergrund war so ein Regenbogen, der dann auf meine Briefe schien. Hat sie überhaupt nicht interessiert, aber es war mir egal. Ist das die mit den dunklen Haaren? Ja, es ist die mit den dunklen Haaren. Ja, die liebt ihr Leben. Die hasst ihr Leben, eindeutig. Und dann hat die so richtig lieblos diese Briefmarken ausgedruckt, das waren ja keine schönen, ich weiß nicht, immer wenn ich da im Schalter bin, dann drucken die den Shit aus und ich kriege keine hübschen, aber okay, ne, so haben die dann so ausgedruckt, öffnet dann ihre Schublade und da gab es so ein Kissen mit diesem Wasser und diesem Schwämmchen, da drückte sie ganz lustlos da diese Briefmarken auf das Ding, passierte nichts, ging die einfach weiter, da hat gerade der Kollege gearbeitet, sie einfach buff hat die Schublade aufgezogen und da hat die voll in den Bauch gerammt von dem ITP und hat dann die Briefmarken befeuchtet. Da sage ich, oh, ja, cool. Cool. Nice. Cool. Es ist halt nicht alle Bock haben auf ihren Job. Ja. Easy going. So. Bin jetzt soweit. So. Okay, also ich pause und gehe kaum in dein Spielchen rein. Ich muss jetzt erstmal Generate World drücken. Spiele suchen, oder? Du kannst direkt... Browse Games, glaube ich. Du kannst direkt Pete hinterher joinen, wenn man... Da ist ein Little Left reingetippelt. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Echt, auch auf dem Server? Nee, in deinem Stream. Ach so, ja, habe ich schon längst... Woggle. Ich mag den Hasen. Gequatscht. Ich weiß nicht, wie ich dir nachjoine, Pido. Ja, der Server ist noch nicht da. Ach so. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Server ist Generating World. Okay. Ich höre Musik in den Hintergrund. Im Hintergrund an. Oh, was haben wir denn da Schönes für Musik? Mal gucken. Ist das etwa das neue Album von Wait, what?
Entschuldigung. Ich bin gut in Werbung machen, oder? Dankeschön. Finde ich auch. Warte, was? Warte, was? Herr und Meister von Little oder Levi? Ich glaube, ich bin bei Levi. Das andere schüchtert mich oder ein. Oder Levi Little. Oder Leviosa. Es ist Leviosa. I'm sorry, es ist Leviosa. Ich kann dich immer noch nicht joinen, Pido, ich weiß nicht. Ja, die Service-Generating-World immer noch. Okay, okay. Ja. Die Hamster, ja. Lieber Levi-Tier. Geht's dir? Die Hamster laufen nicht schneller, sorry. Hm, okay. Das Internet ist nur so langsam wie die Ratte dahinter. Okay. Bin ich im Urlaub? Was machst du hier eigentlich? Ich bin schon wieder da. Seit 14 Stunden. Bist du schon wieder da? Seit Kurzurlaub. 14 Stunden. 14 Alter, Stunden? Nee. Beim Kurzurlaub kann man seit 4 Stunden nicht mal sich erholen, also. Doch. Ich finde, das kommt immer auf den Urlaub an. Also wenn ich hier zum Beispiel Snowboarden bin, erhole ich mich auch nicht. Da komme ich immer kaputter nach Hause, als ich losgefahren bin. Also es kommt immer auf den Urlaub an. Können ja. Wir ihn Leviathan nennen? Okay. Nice. Na, Pedro so eine Sportskanone ist und die ganze Zeit nur Bungee-Jumping war, ist er wahrscheinlich ziemlich durch. Ich glaube auch. Wow. Wie sieht das eigentlich aus, wenn eine Robbe Bungee-Jumping macht? Frag für einen Freund. Wie ein Jojo? Hui, das ist, glaube ich, gefährlich, weil die Flipper rausflutschen. Die Flipper? So, ihr könnt mir joinen. Bin ich schon. Wie? Lichtgeschwindigkeits-Join. Wie macht man das? Du drückst Shift und Tab, dann suchst du dir Pido raus, drückst Rechtsklick und dann steht da, glaube ich, Spiel beitreten oder so. Oder auf seiner Servern bei Freunde den Filter setzen. Ja. Oh, jetzt ist mein Spiel abgeschmiert. Mods aktivieren. Für diesen Server sind Mods aktiviert. Genau, richtig. Mhm. Musst du kurz akzeptieren. Weiter. Mhm. Dann geht's weiter. Versionen stimmen nicht überein. Der Server führt eine neue Version aus. Hast du geupdatet? Ja, keine Ahnung. Er hat gestartet. Ich war froh, dass er wenigstens gestartet ist. Aber ich habe auch nicht geupdatet. Das muss eigentlich gehen. Aber ich muss mal kurz warten, weil mein Spiel schmiert gerade ab. Welche Mods? Wir haben als Mods... Weiß nur ich gar so nicht. Bisschen Quality of Life mit ja, wird gerade runtergeladen, also Update. Oh, warte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Connected Mods habe, dass wir uns gegenseitig sehen. Genau, das haben wir, dass wir uns auf der Map sehen können. Zum Beispiel, oder dass es mehr Items gibt, Zauberstäbe und sowas. Okay, ich bin drin. Ich nehme Wendy. Ich nehme meine Gothic Wendy. Ich sieht so aus wie ich. Warte. Wendy. Ich glaube, ich nehme an dein. Mein Pony ist so kurz. Mein Pony ist so kurz. Ich kann leider. Ich glaube, ich mache Red große Ehre und nehme an dein. Ja, sie Häschen. Guck dir das an. Ich habe hier so zwei Öhrchen. Warum? Ein Ohrhase oder so. Guck mal. Selten gesehen. Eine Stirn. Ich glaube, die sieht das Tageslicht einmal pro Jahr. Kannst du einen Sticker draufkleben? Die glänzt im Dunkeln. Guck mal, wie schön. Kannst du einen Sticker draufkleben? Warte. Aber geil. Eine super Werbefläche. Hier könnt ihr Werbung stehen. Für 100 Euro pro Minute. Und? Ist die Werbung auffällig? Nee, ne? Ist die Werbung also, auffällig? Ich hab mir mal als Kind an Halloween, kennt ihr noch die Kaugummis mit den Tattoos? Ja. Ich hatte da mal so ein Auge und an Halloween habe ich mir so ein Auge auf die Stirn geklebt. Ach du Scheiße. Das fand ich dann aber so hässlich, dass ich das weggerubbelt habe. Ah, auf der Stirn kein Auge mehr, aber einen riesigen roten Fleck. Oh Gott, das kenne ich. Aber das Doofe an diesen Kaugummi-Tattoos war immer, die erste Stunde war es richtig geil und dann kamen diese braunen Flusen oder schwarzen Flusen, die sich einfach an diesen Kleber da geheftet haben. Ja. Die war dann mal furchtbar. Kirk, kommst du rein? Ja, ich versuch's gerade. Okay. Warte, vielleicht kann ich dich sogar einladen. Ja, ich hab Pete gesagt beitreten, aber der stürzt mir jetzt andauernd mit dieser Warning-Fehlermeldung ab. Oh, warte.
Warnung, String, Script, Main Function, unable to write, config. Ich hab dich mal eingeladen, drück da mal okay, vielleicht funktioniert das. Das Beste bei einer Streamerin. Ja, eine Quality of Life Mods, God Mode. Nein, 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 also God Mode haben wir nicht. Quality of Life ist irgendwie immer im Auge des Betrachters. Also wie gesagt, wir haben, dass wir uns sehen können auf der Map. Also quasi, wenn du M drückst, dass wenn jemand weiter weg ist, der da auch da ist. Wir alle können fliegen. Dinosaurier kommen alle 2 Sekunden und fressen unsere Gegner. Wir haben Laseraugen, können uns verzehnfachen, können uns nur von Hasen ernähren. Wir müssen die wieder essen. Ich habe gerade gegessen, habe aber tierischen Hunger. Dann ist doch noch was, Kirk. Ja. Ja, das Spiel startet wieder mit einer Warnung und Script Mail fängt schon. Ach, verdammt. Nein. Habt ihr auch unendlich Thermalstone Mod? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nee. Okay, warte, Kirk versucht's nochmal. Letzteres finde ich wichtig. Einen unendlichen Thermalstone. Ja, das ist schon praktisch. Musst du halt nicht ewig warten, bis du an einem Feuer. Hey, nee, darum geht es nicht. Oder? Also nicht um die, dass die ewig kalt sind, sondern dass sie nicht kaputt gehen. Weil die muss man ja so, ständig. So, alle Mods bauen. Aus. Jetzt Spiel starten, Spiel suchen kann ich jetzt machen. Ja, mach mal alle Mods aus und dann kommst du mal hier rein. Ich lade dich noch mal ein, okay? Guck mal. Spiel einladen. Hat so. Die Prozentzahl nicht mit der Wärme zu tun, quasi? Nee, hat nicht. Die Prozentzahl ist wie halt bei. Gehen die Dinger kaputt? Ja, gehen sie. Das ist ja das Beknackte. Ja. Jetzt sagt er Mods aktivieren. Von diesem Server sind Mods aktiviert. Ja, da drückst du jetzt. Ja, so. Es gibt Server-Mods und weiter. Genau. Aufbau. Ja, du bist drin. Du bist drin, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Bei mir habe ich noch Bemühungsaufbau. Ja, aber du bist schon drin, das hat schon mal geklappt. Und das ist LED. Das sehen wir auch. Das ist LED. Hä? Was denn jetzt, Levi? Bezieht sich das genau auf das auf die Wärme oder auf die Haltbarkeit? Haltbarkeit. Die Farbe ist die Wärme und Prozent ist Haltbarkeit. Ich bin verwirrt. Egal. Okay. Also, wenn wir jetzt join, habe ich voll den Plan. Wir sehen zu, dass wir die erste Nacht kein Lagerfeuer bauen, sondern mit Fackel durchlaufen. Und wir brauchen genug Stein und genug Holz. Frage ist, weiß ich überhaupt, wie man das noch spielt. Ja, das kriegst du schon raus, Kirk. Erstmal sammeln wir ja. Sammeln war mit der Leertaste, glaube ich. Ja. Was, wenn wir jetzt starten, ist der erste Tag, weißt du? Warum? Das wäre ja witzig. Das wäre. Vielleicht läuft die Zeit ja jetzt schon. Jetzt schon? Soll ich mal, ich mach mal Go. Warte, aber Kirk joint doch noch. Nee, der erste Tag ist noch. Aktiv. Jetzt wahrscheinlich. Erst wenn die erste Person joint. Die erste Person ist jetzt gejoint. Pido ist rein. Sammelt Sachen. Also Kohle brauchen wir ja. Stimmt, Kohle brauchen wir auch relativ bald. Das stimmt. Achso, die haben das geändert. Früher war es ab der Character Selection, dass der Tag lostickte. Kirk, passiert bei dir irgendwas außer Laden? Nö. Ich hab immer noch late, den Ladebildschirm. Aber das ist gut, Ladebildschirm ist gut. Sollen wir anderen dann schon mal. Ich hatte das auch ziemlich lange. Ja, ich hatte das auch lange. Ein Spieler hatte sogar keine Rückmeldung. Schon. Okay. Ey! Gott, jetzt ist hier so viel los auf der Map. Ich sehe die ganze Map vor Sachen gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben. Sollen wir dann auch schon mal rein oder sollen wir auf dich warten, Kirk? Geht schon mal rein.
Ja? Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Warum? Wieso? Ich bin nicht drin. Ich sehe auf der Map nicht mehr richtig was. Also, so viel ist bei mir gar nicht. Also ich bin rein und ich sammle schon Stöckchen. Wer seid ihr denn alle so? Ich bin Yoshi. Ich bin... rausgeflogen. Wir sind Wilson. Ha, wir sind Groot. Okay. We are Groot. Oder so. Und ich auf das Programm warten. Oh nein, der Gobbler frisst die ganzen Beeren. Sonst darauf reagiert nicht. Warten. Du musst einfach warten. Ja. Gib dem ein bisschen Geduld. Ja, ich hab monstermäßig Geduld. Du klingst auch hart motiviert, Mann. Das ist ja gut. Oh mein Gott, ist das viel. Ja, wir haben hier mega viele Ressourcen. Keine Ahnung, aber ist geil. Ja. Ist geil. Ich komme mir vor, das ist Luxus. Würdest du leben wie Gott, dann ist das so. Oh mein Gott, ist das viel. Ah, hier ist... Dann richtig viel. Aber tatsächlich ist das hier nur so eine riesen Fälle. Wir haben gesagt, wir wollen es auf Chili Willy machen, dass wir uns unterhalten können und klarkommen. Wir haben es jetzt auf Chili Willy und einfach, dass wir klarkommen. Wenn das zu einfach wird, können wir es ja uns irgendwann schwerer machen. Aber es kommt zuerst, das soll ja nicht so stressig sein. Ich mach das schon. Außerdem ist da der Gobbler und der Gobbler guckt mich richtig fies an. Der Gobbel. Und ich bin hier Team Sticks. Hallo Wiesel! Oh, ich habe vergessen, das Game zu tauschen. Könnte jemand so lieb sein und das mal. Bitte. Dankeschön. Also ich bin auf der linken Seite, falls mir da jemand helfen möchte. Ich hab ein Ei. Oh Gott, das heißt, dass der Picky Hucky dir hinterherläuft. Nee. Hm. Ich bin Yoshi, ich kann meine Eier selbst machen. Aber wenn ich was esse, kriege ich ein Ei. Okay. Ich bin Yoshi, ich habe mehr als ein Ei. Okay. Zwei, meinte ich. Neidisch? Nee, ich habe, glaube ich, mehr als das. Neidisch? Oh. Jetzt ja. Okay. Ja, so geil, ich muss da Leertaste drücken und alles passiert von alleine. Es ist richtig angenehm gerade. Ja gut, es ist auf Chili Willy. Richtig, wir machen jetzt... Oh nein! Scheiße, ich habe außerdem meinen Bildschirm gedreht. Das finde ich so kacke, dass wenn man den dreht, dass der dann immer anders ist und man gar nicht mehr klarkommt, wo oben unten ist, weil für alle anderen das ja anders ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich habe gerade so Angst, so viele Karotten zu sammeln. Oh nein, warum bist du rausgegangen, Kirk? Ich musste, weil... Ja, keine Rückmeldung mehr, aber ich habe wieder Bike getreten. Ja, aber Rückmeldung hatte ich auch nicht gerade. Und dann habe ich einfach auf Warten des Programms und dann ist es so passiert. Ist bei mir war es auch lange. Ja. Sag Bescheid, dann lade ich dich gleich nochmal ein, Kirk. Brauchst du nicht, ich habe die Anladung hier. Okay. Es soll nicht so schwer sein. Ihn war Levi mit der Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir hinterher gerufen wurde, dass ich die ersten paar Tage in Don't Starve Together meine Gruppen maximal sabotiert habe. Inwiefern? Okay. Sympathisch. Fisch. Oh, hi. Ich muss sagen, das ist echt eine nette Atmosphäre, so mit dem Ventilator im Rücken. Das ist dann so eine kleine Brise, wenn ich hier so über die Welt laufe. Ach so, das ist jetzt im echten Leben ein Ventilator? Ja. Ah. Mein Ventilator. Ja. Naja, ist auf jeden Fall ein Spielerlebnis. Hier ist ganz schön viel Gras. Ja. Aber macht das Sinn, dass wir zwar den gleichen Charakter haben? Wir haben Wilson, ist jetzt oder? Nicht so schlimm. Okay. Wilson ist so ganz okay. Ich glaube, der ist der neutralste von allen, ne? Kann sich jemand von euch um Stein kümmern? Kümmere mich um Holz. Kann ich machen. Ich habe nichts gefunden.
Ich habe auch noch keinen Stein. Wenn. Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Einen grünen Pilz. Der erste, den ich finde. Nice. So, ich muss ja nochmal alle Mods deaktivieren. Jetzt. Sag ich mal hier suchen. Wie hieß der Server? BT's World. Wenn man dich einlädt, dann. Ja, nee, ich hab's mit der Einladung versucht, aber das ist so. Oh, ich hab vielleicht dunkel, was Schlimmes gemacht. Guck, dass ihr eine Fackel habt. Shit, ja. Ich hab eine. Du weißt, dass dein Geist auch eine Lichtquelle ist und du eigentlich keine Fackel brauchst? Nein, das wusste ich nicht. Ich trau. Nett. Tatsächlich! Er ist eine Lichtquelle. Ich bin OP. Das war aber früher nicht so. Doch, eigentlich schon. Nein. Ist ja mal abgehauen, auch der Geist. Du kannst ihn auf Standby oder so schicken, dann bleibt er halt bei dir oder er geht halt irgendwie angreifen. Das wusste ich gar nicht. Die haben wir in die Folge geändert, oder? Oder haben wir gerade. Wir haben. Dingsbumsmond. Nee. Das ist irgendwie bei dir. Ja, ich weiß, ich hab das gemacht. Wir brauchen die Kohle. Meine Aufgabe ist Kohle. Jetzt schon? Ja, ich dachte mir, wenn wir das früh machen, dann ist gut. Oh, ich hab Steinchen gefunden. Oh nein! Tja, mein Geist ist eben doch keine Lichtquelle. Es war das Feuer hier, was ich gemacht habe. Oh, wir müssen nicht rennen. Er ist nicht vorbei, Dina. Ja. Was habt ihr gemacht? Naja, Kirk ist gerade gejoint, mitten in der Nacht. Achso. Oh nein, bist du gestorben, Kirk? Ja, nee. Wow. Ich war noch nicht in einem Bildschirm. Wieso benutzt Lurk? Es ist sehr versteckt. Okay. Asche brauchen wir nicht, oder? Oder später. Für irgendwas bestimmt. Will mir jetzt jemand verraten, warum das im Vergleich zu den letzten paar Malen in der Vergangenheit so kompliziert ist und so. In der Vergangenheit war es auch super kompliziert. Achso, nee, du meinst mit Join? In der Vergangenheit habe ich den Eindruck, dass es lief alles anders. Mit Join meinst du jetzt? Oder? Ja, mit Join, mit dem Spielen, mit dem. Also ich weiß noch jedes Mal, wir hatten jedes Mal Stress pur auf jeden Fall im Game, weiß ich noch, weil wir immer zu wenig Ressourcen. Ich weiß, dass wir Stress wegen Red hatten, weil er so viel gekocht hat und er alles nur einmal gekocht hat. Und dann nie wieder. Einmal und dann nie wieder. Oh, ich habe Schwarzpulver gefunden. Was ist denn Schwarzpulver? Soll ich das mitnehmen? Ja. Ja, aber leider kein Inventar mehr. Ich warte gerade, bis die Bäumchen Alter, da ist, links ist. Hier ist richtig. Oh, hier ist so ein kleiner Vogel. Also, wenn es weiter so geht, dann könnt ihr warten bis zum Sand mal ins Dach. Ach, du kommst noch rein, nicht. Du schaffst das. Bin ich schon drin? Das können wir hier nicht mehr sehen, das kommt mir nur gerade sehen. Nee, du bist noch am Connecten. Tab, könntest du gucken. Nee, Alter, wie viel Flint ist denn hier? Okay, nice. Sollen wir uns mal schon mal irgendwo treffen und verabreden? Oh, ein Lager bauen. Ja, aber am liebsten wäre mir das, wenn wir das an so einer Steinstraße machen. Gibt's denn schon eine? Hast du schon eine gefunden? Weil das Schöne an Steinstraßen ist halt, da sind wir besonders schnell. Das heißt, wenn da irgendwas Böses spawnt, können wir halt da in dem Fall gut aber wegrennen. Da, wo ihr jetzt gerade seid, wenn ihr weiter nach links lauft, ist ziemlich viel Stein und so. Ja, ich bin noch Kohle gerade im Sortieren. Da sind auch ein paar von diesen Vögeln. Ja. Wo könnte da eine Steinstraße sein? So auf der rechten Seite vielleicht? Geh mal auf die Suche. Okay, ich warte hier, bis die Bäumchen abgefackelt sind. Nett. Ja, ich bring Kohle. Ich hab schon 8 Kohle. Ich glaube, 6 braucht man pro Kochpot. Mhm. Welche Charakter spielt ihr jetzt alle? Du bist Yoshi? Yoshi. Ich bin Wilson. Wilson und Wendy. Passt. Okay. Oh.
Der Vogel war hinüber. Der dich verfolgt hat, oder? Ey, du darfst es eigentlich kochen. Du kannst es ausbrüten, immer wenn du am Lagerfeuer bist. Nein, ich hab den... Oh. Ich hab... oh, ich hab Gluma gefunden. Nice. Ich würde beim... Dann ist hier bestimmt auch irgendwo der Schweinekönig. Und oh, hier so ich einen... hab hier einen Clockwork Knight. Hier so eine Katze. Ich glaub, oh ja, ich hab den... Ich hab den König gefunden. Ich hätte eine Steinstraße. Wo bist du denn? Ah, perfekt. Oh, ich hätte aber... Ich glaube, ich habe eine gute Stelle gefunden hier hinten. Aber Steinstraße ist halt ziemlich gut, weil wir dann wegrennen können, sollten große böse Viecher kommen. Ja, ich meine, hier ist eine normale Straße. Ja, nicht Attack Speed. Walk Speed ist echt nicht zu unterschätzen. Tisch. Aber hier wären auch Schweinehäuser. Oh. Und Gluma. Ja, mir egal. Oh. Ihr sagt einfach. Und ein Touchstone und ziemlich viele Pilze. Ja, dann und... sagt ihr einfach. Das ist halt auch in der Mitte von Bienen. Also, ich weiß nicht. Mir egal. Ja, mir auch. Aber dann sag Bescheid, weil dann glaube ich da mal hin, weil ich habe mein ganzes Inventar voll. Ja, meins auch. Ihr seid halt am Arsch der Welt. Oh, hier sind aber auch Hunde. Nee, dann möchte ich nicht dahin, wo du bist, Pete. Ja, dann ich. Karotten sind ganz wichtig. Bitte Karotten auch sammeln. Ja? Frösche waren sehr stark. Achso, wir hatten aber auch diesmal Vic Bertha, glaube ich. Vic Bertha? Ist nicht Vic Bertha? Wigfried. Ah. Vic Bertha. Ist das gleiche. Ich habe ziemlich viele grüne Pilze. Die sind gut gegen Sanity. Langsam essen. Kannst du schon mal ein paar Beeren snacken? Ja, aber die roh bringen auch nicht viel. Ja, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ich komme mal zu euch. Lockwork Bishop. Okay. Alter, wie viele Bienen wollt ihr haben, Pete? Okay. Ja. Ach du Heilige, es sind 50 Bienen hinter mir her. Okay, ich bin erstmal hier. Ja, ich weiß nicht, ob wir gehen in der Richtung. Der zaubert da oben. Der zaubert. Hat einen Blitz auf Kevin geschossen. Oh. Ihr habt eine Steinstraße gefunden. Aber da sind ja ganz viele. Hier sind noch welche. Wie kann man denn angreifen? Ja, aber. Ich hab keine. Oh Gott. Oh je. Meine Axt ist auch fast. Ich versuch's mal mit der 32-Bit-Version. Mach das. Oh, ich hab. Oh, die machen ja richtig viel Schaden. Ich glaub, meine Abigail ist tot. Ich glaub, die können wir nicht machen. Ich hab einen Friedhof gefunden. Na, 70 Leben. Auch. Du oder die? Ich. Wir müssen ganz schnell Fackel ausrüsten, Fackel. Okay. Ich mach hier. Where the fuck am I? Hier, guck mal, ich bin bei euch in der Nähe. Da. Boah, das war knapp, Marco. Okay. Ich hab hier ein Wurmloch benutzt, das geht rüber zum Schweinekönig, das ist ganz cool. Habt ihr den nicht gesehen? Oh Gott. Wen? Guck mal, wen ich habe. Oh, nice. Ich nenne ihn Chesty. Boing, boing, boing. Das ist mein Chesty. Hier ist auch die Bienenkönigin. Hat jemand von euch Gold zufällig und Stein? Ja, 6 Stück. Nee. Ich habe auch Stein. Bin gleich da. Nice. Tuck, 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 tuck. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal so eine kleine Basis hin. Da ist Gold. Stein? Der auch zufällig? Ich hab doch Gold. Ja. Okay. Den müssen wir töten. Ich weiß nicht wie. Ja, ich versuch doch drauf zu haben. Die Gold. Hallo. Hi. Cool. Wollt ihr eine Science Machine bauen? Ja. Ich brauche noch genau 4 Stein. Liegen hier. Ach komm, hier. Wo sind mein Stein? Hier, take it. Ich hab hier eine Science Machine, so.
Okay. Ist nicht gebaut. Warum nicht? Ach, hast du Logs? Ja, auch mit der 32 Bit wieder nicht so recht. Ich mach nur die Animation, aber das Ding baut. Ach, jetzt baut es. Ja, ist es doch. Nice. Und dann würde ich direkt einen Kochpot machen. Mhm. Und ich habe hässliche Schuhe bekommen. Nice. So, dann schauen wir mal. Essen. Ein Kochpot, dafür brauche ich 3 dieser Steindinger. Habe ich. Ich lege mal das Gold hier hin. Braucht ihr einen Rucksack? Warum nicht? Dann baue ich mal welche. Ich habe einen. Dann baue ich noch einen zweiten baue ich noch. Liegt ein Rucksack rum? Danke. Hier liegt noch einen Rucksack rum? Nice. Ich gehe mal kurz bis er hacke. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Okay. Also 2 Kochpötties gibt's. Wir können am Anfang machen. Also ich habe ja 3. Ich habe Karotten. Ich guck mal. Eine Karotte, eine Beere und 2 Froschschenkel waren gut, ne? Ja, haben wir natürlich nicht. Froschschenkel werden diesmal schwieriger. Ja. Wobei geht, die kann ich organisieren. Kann ich mir den Backpack nehmen? Ja, habe ich gerade gesagt. Okay, nice. Dann würde ich. Ich habe auch so eine Box. Guck mal, wie mein Yoshi guckt. Ah Gott, den habe ich schon. Dann würde ich jetzt mal kurz. Ich mache eine Kiste und dann würde ich mich aufmachen. Oh nein, ich möchte selber eben ein Backpack machen, wenn das geht, weil ich kann mir so einen süßen machen. Ein schicken. Aber ich habe kein Stroh. Aber eben das. Hier ist eine Rose. Hat jemand noch kein Backpack? Ach, ich glaube, es haben alle. Marco, hast du auch einen? Ja. Ah, okay, ja, dann behalte ich den. Okay. Soll ich die Büsche mal zusammensammeln oder passt das schon? Ich bräuchte Holzplanken. Was willst du zusammensammeln? Die Büsche. Ja, können wir machen. Oh, hier ist ein Fröschli. Nee, tut mir leid, Leute. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Schade. Hier unten sind. What the fuck? Hier sind 50 Frösche am. Gegen diese Maschinen kämpfen. Wo? Oder wird richtig viel droppen. Ja, bleib da mal stehen mit offener Tasche. Wie war ich das? Ich habe 6 Froschschenkel, 2 Maschinen, einen lila Diamanten. Ich habe da einfach mal ein Ei drauf geworfen. Marco? Mhm. Ich würde dir empfehlen, dass du in die Kochpötties mal 4 Beeren reintust. Dann kriegst du Marmelade raus. Die macht mehr Essen. Beeren habe ich keine mehr. Oder gegessen gerade. Oh, okay. Nur 20 Karotten. Okay. Ja, dann lass uns mal eben hier eine Schaufel erfinden. Und dann gehen wir mal auf großer Mission. Du hast schon eine Schaufel? Okay. Die Beeren raus. Ja, da würde ich sagen, dass wir uns um die Beeren kümmern. Ich habe hier auch schon eine Kiste hingebaut. Da würde ich da mal sowas reinmachen wie. Wir rennen ein Pferd in Log. Oh, ich komme. Weil noch keine Waffe gebaut. Ist da hinten, ne? Warte, ich komm rüber. Was ist das denn? Wir haben direkt über der Basis ganz viele Berrybüsche, die brauchen wir gar nicht alle. Ja, das stimmt. Wo bist du, Marco? Ne, passt schon, das ist schon weg. Oh. Ah. Du hast auf der Steinstraße über uns sind 2 Viecher. Ah, das Riesenbienennest, das ist die von der Königin. Das ist ein Boss. Ey, da hat ein Maulwurf mein Zeug gefressen. Oh, hier sind ein paar böse Bienen. Ich hab schon eine Kiste hingetan. Ich glaub's ja nicht. Können wir bitte Fallen bauen und noch Häschen fangen oder so? Hab ich unten längst schon. Wie viele? Also, wir brauchen 4. Okay. Hat jemand noch 3 Bretter? Nein. Aber ich habe da Loks reingetan. Oh doch, ich habe 2 Bretter. Ich tu die hier rein. Gut, dann gebe ich sie dir halt. Bitte. Danke. Dann hacke ich eben ein bisschen Holz noch. Mhm. Da also oben sind die Pferdedinger, ne? Oh! Geil. Ja, ich sehe es.
schlafen. Ich bin versucht, mit meiner Abigail einmal drauf zu hauen. War eine schlechte Idee. Was sind denn meine ganzen Steine hin? Ach, die habe ich dir gegeben. Ups. Ich habe nur noch 8 Steine. Oberhalb von dem... Obersauber, pass auf, da kommt ein Vieh. Schau auch mal ab hier. Holzhacken tue ich, okay? Hat keiner gesehen, ne? Das Problem halt ist, wenn wir hier die Berrybüsche lassen, dass halt die Gobbler alles wegfressen, wenn die halt rauskommen und in der Nähe spawnen. Deswegen habe ich immer gerne die Berrybüsche in der Nähe. Oh, ich sehe gerade, hier sind auch schon Froschteiche. Ja, ja. Unten. Ja. Da hatte ich gerade einen krassen Fight. Okay. Also wichtig für uns wäre jetzt halt ein ordentliches Lagerfeuer zu bauen. Dafür brauchen wir Stein. Beziehungsweise... 12 Stück. Genau, richtig. Ansonsten bräuchten wir noch alternativ Fleisch, um das kann ich mich auch kümmern. Und die Gears brauchen wir halt für Kühlschrank und Co. Also Berries sind auch nicht verkehrt und so. Wie teilen wir uns am besten auf? Und Holz, habe ich gerade auch gehört. Wir brauchen auch noch Holz, ne? Mhm. Okay. Ich finde das so ungewöhnlich, dass wir jetzt nicht die Kämpferin dabei haben. Ja, ich hatte mal wohl Lust auf was anderes. Ja, ja, ist ja fein. So, ich komme zu euch. Oh je. Ist Nacht. Soll ich zu dir rennen, Pido? Nee, nee, passt schon. Okay. Ich hab keinen. Ach, damit schon. Ich bin hier. Ich habe leider immer noch keinen Stein gesammelt. Wie viel braucht man denn? Relativ 12. Viele. Also ich habe aber 8. Ja, ich habe 3. Wenn... Und du, Marco? Wie viel? Was, wovon? Ein Stein. Nein. Oh, ein irgendwas Stein. Ist hier. Gut. Mir fehlt genau keinen. Ein Stein. Schade. Nein, da ist nur Flint in der Kiste. Oh, da ist ein Stein. Stein, doch, 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 doch. Hier ist genug. Ich baue jetzt hier ein Firepit hin. Hier. So, perfekt. Tue ich mal alles rein. Also Flint tue ich rein, Stöcke tue ich rein, Gras tue ich rein. So. Ist leider jetzt erstmal noch eine Müllkiste, bis wir halt genug Zeug haben. Dann kümmere ich mich um... ich nehme mir mal kurz eine Lasagne raus. Ach, eine Lasagne, sag ich schon. Eine Dings raus und mache aber eine neue. Okay. Gut. Holz brauchen wir, ne? Dann gehe ich auf Holzjagd. Ich kenne auch eben Frosch dabei. Affe wäre eigentlich ganz schön, ne? Hallo? Dann ein Fencing Sword. A sword used for fencing. Keine Ahnung. Aus einem Speer und Flint. Ich baue das mal. Ich habe 66 Karotten. 6? Okay. Das ist viel. Ich habe gesammelt. Okay. Was soll ich denn damit machen? Ich kann noch mal hoch. Kann sich einer von euch um die Hasen kümmern? 4 Hasen, also dass wir so ein Alchemie-Dingsbums bauen können. Marco, könntest du das machen? Alchemie-Dingsbums ist doch voll. Ja, genau. Wir brauchen 4 lebendige Häschen dafür und ein Zylinder. Also um den Zylinder kümmere ich mich, wenn du möchtest. Guck mal. Ah, sweet. Ich habe mir jetzt einen Hut gemacht. Ich bin jetzt wunderschön. Wo ist denn mein toller Healing Staff? So. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den baut. Da ist er. Ja, wir brauchen einen Speer, Alchemie. Wir brauchen erst den Alchemie-Dingsbums, ja. Ne, das Alchemie-Ding haben wir schon. Wir brauchen die Hasen. Ja, da kümmert sich ja jetzt gerade Marco drum. Ja, aber die Fallen sind alle umgefallen. Was ich gesehen habe, ist, du sollst die Hasenlöcher ausbuddeln, dann kommen die da sofort raus. Und du kannst die dann reinlocken in die Fallen. Dann sind die Hasenlöcher dann auch weg, oder was? Ich weiß es nicht genau.
Ich gehe mal gucken, ob ich ein bisschen... Kriege ich denn ein bisschen Stein her hier? Oh, hier sind Frischis. Ja, Fröschis habe ich gerade auch schon gemurkst. Ich finde das so gut, wie früh wir tatsächlich schon. Oh, warte. Eins, zwei, drei, vier. Wie früh wir jetzt schon den ganzen Kram haben. Also hier die Kochpötte. So früh hatten wir das noch nie, glaube ich. So, ihr Lieben, nichts von gut, aber ich mache mich dann auch Marker, wenn ich nicht mitspielen kann. Ja, sorry, Kirk, das ist echt doof, ja, wenn die Technik gut, ne? Nicht will. Ist ja nicht ein, ist ja mein Bier, also ich habe hier das Problem, nicht ihr. Ne? Ja, aber es ist trotzdem kacke. Fixen. Ja, kriegen wir schon irgendwie. Schon im Internet geguckt, ob andere das Problem auch haben? Ja, ich bin ja schon mal weiter als das letzte Mal. Ne? Mhm. Also ich komme ja jetzt zum Spiel, das Spiel wird geladen. Ich kann auch versuchen zu joinen, nur dann komme ich da in diesen Ladebildschirm und dann tut sich irgendwie gefühlt nichts. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gewartet und kann ja nicht sagen. Ja, das ist bescheuert, da hast du recht. Deshalb, ich habe jetzt mal die deutsch installierten Mods, die ich installiert habe, hier, also deutsche Sprachpakete, schon mal deinstalliert und geguckt, ob es daran liegt, aber auch nicht. Das nächste Mal versuche ich dann mal nicht eine Beitrittserklärung zu machen, sondern direkt mal tatsächlich den Server zu suchen. Ja, gucken wir mal. Gehen wir schon irgendwann mal hin. Ansonsten, mein Gott, ja. Gut, dann bis morgen oder so, ne? Bis morgen. Dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wo wir hier unser Lager haben, weil mir kamen gerade 6 Fledermäuse entgegen. Ach so, das ist, weil ich das eine Loch da aufgemacht habe. Ach so, okay, weil die waren bei uns im Lager. Ach so. Das ist nicht so gut. Ja. Oh, ich brauch mal. Also. Ich hab Essen gemacht. Kannst ich hab auch Essen. Ja, ich bin also, ich hab weg. Nach. Guck mal. Ganz viel Zeug habe ich dabei. Ich habe ganz viel Froschschenkel. Oh, nice. Boah, hier sind so viele Berries. Krass. Viel habe ich noch nie gesehen. Alter! Sag ich doch. Wie viele Berries wollen sie haben? Ja. Wir brauchen einen Kühlschrank, Leute. Was ist denn das Gras? Ich glaube, wir haben Engines. Haben wir schon Engines? Hm. Oh Gott, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Wird bald dunkel, passt ein bisschen auf, Leute. Mhm. Was wollte ich jetzt nochmal mich kümmern? Ich hab schon wieder vergessen. Achso, Spinnenweben. Oh, shit. Okay. Holig. Ey, ernsthaft, ich hab 40 Berries. Was ist denn hier für eine Laterne? Das ist ja cool. Oh, achso, die geht auch kaputt. Ja, aber die kannst du nach aufladen. Hier okay. Mit sowas. Scheiße, jetzt habe ich so ein Ding gegessen. Hier, sowas. Was ist das? Es das ist Nacht. Eine Leuchtbeere. Das, die kommen aus diesem Loch, das ich gerade geöffnet habe. Es ist Nacht. Ich brauche aber mal so. Mhm. Hm.
Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ah! Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ausschalten. Aber wir haben hier keine Goldquelle aktuell, ne? Pass auf, hier oben ist ein Wurmloch. Ganz rechts oben. Ja. Damit kannst du rüber springen und da ist ganz viel Stein. Okay. Ich bin voll, glaube ich. Ja, genau, ich bin ziemlich voll. Ich das, glaube ich, einfach mal machen. Sieht nicht so gut aus gerade, Marco, mit den Zylinderdingern. Versuch dir die Spinnenweben zu holen. So. Also, ich habe hier. Du musst. Also, einen habe ich bisher. Probier's mal aus, dass du die Fallen auf die Haselöcher machst. Weil dann sind die da direkt dran. Achso, okay. Zwei hast du? Zwei habe ich jetzt. Okay. Lebende. Okay. Ich brauche auch leider noch ein bisschen für. Ich mache gerade ganz viele Frösche hier. Den Kohl ist falsch. Moment. Au. Macht eigentlich Abigail auch mehr Schaden, wenn die länger da ist, oder? Ich glaube schon. Früher konnte man die nur beschwören. Wo genau ist das Wurmloch? Rechts oben. Du musst, also... Ja, ganz oben, okay. Krass. Da oben quasi. Und dann kommst du quasi links bei dieser Steinwüste raus. Ganz links, ne? Ja, okay, dann ist das der kürzeste Weg. Übrigens sind 4 Karotten auch super. Da kriegst du Ratatouille und das macht 25 Hunger. Okay. 4 wären das auch ziemlich stark. Wie viele Hasen haben wir? 4. Und 4 Spinnenweben. Ich habe leider 0. Ich suche gerade. Oh, okay. Scheitert's gerade leider an mir. Sorry. Hm, leider noch 0 Spinnenweben bekommen. Hm. Aus den Dingern. Ich suche gerade noch mehr Spinnen, weil ich das nur. Ganz lange nicht bewegen, dann kommen die automatisch. Die Hasen? Die Spinnenweben. Ach so, okay. Ich probier's mal aus. Boah, ist da viel Gras. Ich habe die Biefel losgefunden. Wo? Hier, wo ich stehe. Oh, da unten. Ah, oh, das ist gut. Das ist einer auf jeden Fall. 2. Na, dann sammle ich mal. Wie war das? Die beschützt uns auch, ne? Hm? Mhm. Kann es sein, dass wesentlich mehr Gear-Dinger da spawnen? Weil hier ist noch einer. Möglich. Zauberer. Oh, ich brauche Essen. Wie macht man denn einen Kühlschrank? Mit Gier und ich glaube Stein und weiter weiß ich nicht. Wo findet man den denn?
Stein oder Gier? Nee, den Kühlschrank im Crafting-System. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das nennt sich Bridge. Ja, so findet er aber nicht. Vielleicht muss man auf neben der Dingens stehen. Okay. Oh ja, das ist möglich. Jetzt traue ich mich nicht weiter zu kämpfen. Ah, hier. Ich hatte gehofft, einen Cutstone brauche ich. Oh Gott, da kommt eine Fledermaus, Marco. Oi. Ich hatte gehofft, dass die Beefalos mit angreifen, aber ja, warte, tun sie hier, nicht. Yeet. Warte. Hallo. Yeet. Oh, hier unten sind noch mehr. Ich komme mal zu euch geflitzt. Yeet. Oh. Ein gekochter Batilisk. Lüge, hier. Füttern. Oh. The fuck? Ins Wurmloch. 19 Leben sind nicht viel, ne? Auf jeden Fall weniger als ich habe. Ich habe 45 und es blinkt schon böse. Mhm. Krieg leider nur dieses Healing-Dingsbums. Kommt zu euch geflitzt. Ah, ein Kühlschrank. Nice. Ich hab schon 8 Poop. Ich weiß noch, wir konnten irgendwas damit machen. Düngen schon mal? Ja, schon, aber wenn du genug Poop hast, dann kannst du diesen Pilz-Dingsbums machen. Ich weiß nicht, ob das mehr Sinn macht. Okay. Ich weiß noch, ja, genau. Poop zu bekommen war schwer. Und wir brauchten das eigentlich mal für diesen Pilz-Crafter. Es gibt auch noch den Bucket of Poop, da brauchen wir aber Knochen für. Irgendwas, was mehr Leben macht? Ich glaube, Monster Lasagne hat immer gut was gemacht. Ich hätte jetzt 10 Gold übrigens. Okay, nice. Hey. Was? Brauchst du das? Nein, nein. Ich könnte auch was zu essen machen. Wird doch nicht die Spinnenweben, ne? Nee, ich hab zwar schon einige gekillt, aber ich hab nur Monsterfleisch bekommen oder diese Healing Lulu. Wir brauchen nur 4, ja. 6 Silk brauchen wir. Und 4 Hasen. Ich hab da mal Sachen reingetan. Haben wir noch Zeug für den zweiten Kühlschrank? Stimmt. Ich guck mal eben, wie man das nochmal baut. Diesen Pilz, Dings, Booms. Mit Living Logs. Ja. Ich mache hier ganz viele Frosch-Sandwiches. Da, gefunden. 8 Poop brauchen wir dafür, ja. 5. Hier ist übrigens so eine Lanterne, Wiebke. Da kannst du dir mal eine mitnehmen. Wie genau funktioniert die Laterne? Die nimmst du einfach in die Hand. Ja. Und dann leuchtet die. Wie lange hält das Ding? Ich glaube unendlich. Aber du musst die dann immer wieder mit so einer Leuchtbirne hier aufladen. Was für eine Leuchtbirne ist das? Also wie? Ach so. Die Leuchtbirne, die findest du in den Höhlen. Oh, okay. Kann ich mir auch nur ein paar nehmen? Ganz kurz weg. Bis gleich. Ich habe hier auch so ein lila. Ich koch mal Diamanten. Noch mal eine Runde. Der lila Diamant war für Magie oder so. Ah, ne, wir Shadow Manipulator brauchen wir den.
Naja. Ey! Hä? Was machst du denn da? Kochen! Aber für das Sandwich brauchen wir noch ein gekochtes Froschdingsbums. Brauchen wir nicht. Wie machst du die denn sonst? Ich mach die mit einem Froschschenkel, einer Beere, einer Karotte und einem Pilz. Warte, Pilz? Achso, okay. Pilze hast du genug? Du kannst, das ist entweder oder. Ich glaube, den einen Froschschenkel kannst du durch irgendwas anderes ersetzen. Okay. Also jedenfalls funktioniert's. Gunpowder. Oh, aber die Lampen müssen wir mal wieder ausmachen. So, habe ich die angemacht, Entschuldigung. Na, alles gut. So. Was ist das aber denn? Da. Saltbox. Das ist bestimmt so ein Leckstein oder so. Ich schau gerade mal, was man noch so bauen kann. Ach, guck mal, es gibt ein Cookbook. Ein Cookbook. Ein Kochbuch. Aha. Kochbuch. Ja, ja. Kochbuch. Kochbuch. Oh Gott, das sieht ganz komisch aus. Mein Kopf ist viel zu klein. Wow, sieht richtig seltsam aus. Wir haben einen Kühlschrank, ne? Mhm. Willst du da Eis reinpacken? Warte, du hast schon die Spinnenweben. Wer? Brauchtest du nicht Spinnenweben für das, was du gebaut hast? Irgendwas konnte man doch mit Eis machen, oder nicht? Ja, mit Eis, also kannst du anstelle von, also, damit kannst du mega viel kochen. Ja, anstatt Beeren oder so. Ja, dann. Baby. Oh. Moonrock. Ich hol dir jetzt deine Spinnenweben. Mondstein. Jetzt uns entwickeln. Geil. Ich glaube, ich höre schon die Büffel. Die Büffel? Die Hunde. Die Hunde. Die Hunde. Aber meine hat nicht gesagt, dass irgendwas. Ah, nice. Normalerweise sagt doch dein Charakter immer, dass man die Hunde hört. Ich habe aber gerade gegen die Frösche gekämpft. Vielleicht hast du das gehört. Ja, möglich. Quark, quark, wuff, wuff. Genau. Kann es sein, dass Fledermäuse nicht immer etwas bauen? Nicht immer. Organon, oh, oh, Organon. Organon. Danke für den Abo. Ich habe jetzt ein Spinnenweben schon. Also Marco, halt dich fest. Es handelt sich noch um 200 Stunden, aber dann habe ich's. Was? Oh, das sind gar keine Hasen hier. Das sind einfach nur irgendwelche Grabsteine. Irgendwelche versteckten Sachen. Was? Das sind gar keine, Hasenlöcher, das sind von den Maulwurfshügel. Oh. Sehr witzig. Die ist schlammlig. Oder sowas. Geh mal gucken. Mach trotzdem mal noch ein bisschen Essen. Ja, noch hier einiges. Ich wollte in die eine, bei der einen Hälfte wollte ich nur Fleisch reinmachen und bei der anderen wollte ich Dings reinmachen, also war mein Plan. So, ich habe jetzt 30 Gold. Oh. Ui. Okay, das ist auf jeden Fall eine Menge. Oh, nice. Vielleicht stirbt gleich ein großer Vogel. Oder Fledermäuse. Scheinbar Fledermäuse. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so viel aushalten. Sie war auch noch eine Spinne bei mir auf der Seite. Ich habe einen Hasen gefangen. Brauchen wir die Hasen noch? Nee, Hasen hat Marco. Leben deine Hasen noch? Oder sind die schon verhungert? Okay. Ich habe auch noch einen Hasen gefangen.
Ich komme gleich zu dir, wenn wieder Tag ist. Aber jetzt mir das ein bisschen zu gefährlich. Ich habe noch einen Hasen gefangen. Okay. Brauchen wir die? Ich bin weg. Bestimmt. Ich bin weg. Leider nichts eingesammelt. Ach, warst du wohl zu klauen? Swiper? Ja, nee, da lag eine Fledermaus. Ist gleich aber. Nacht. Oh, hier sind wieder die. Mach Essen. Guck. Perfekt. Mach ich einfach mal so ein paar, würde ich sagen. Genug Essen haben wir ja. Karotten werden so schnell schlecht. Ja, die sind fies. Ja, die machen so Büffelschaden. Überlebt ihr alle? Das ist ja böse. Okay. Tu mal meine... Feuer machen. Wie gerade eine Spinne gehört. Laterne weglegen. Ja. Oh, hier unten sind die ganzen Spinnen. Hallo. Hier unten ist auch der Sumpf. Du machst schon. Achso, ja. Kannst du eben auf Kochen drücken? Ich hab da nicht drauf gedrückt. Ich würde einmal ein Sandwich essen. Ja, ist. Ich mach die dafür. Vielleicht also, mehrere. Ist noch mehr, weil ich verbrat gerade die Items, weil die wären sonst schlecht. Nimm die auch mehr raus, ne? Ja. Warte, hier kann ich dir noch Meatball reintun, so. Und die beiden Sandwiches nimmst du dir am besten auch dann. Sandwiches. Ein paar. Beeren reingetan. Hier die Karotten. Ihr habt diese Rezeptmod, ne? Nee, das mache ich aus dem Kopf. Du brauchst einen Froschschenkel, einen gekochten Froschschenkel, eine Karotte und eine Beere. Und dann kommen diese Dings da raus. Oh, Entschuldigung, nimm dir die bitte beide raus. Ich mache noch mehr. Go, go, go. Hallo Aragorn, wie geht es dir? So. Oh Gott, was denn hier passiert? So, jetzt habe ich keine mehr. Oh Gott, ich weiß, was hier passiert ist. Was denn? Bären in den linken. In den rechten. Also, Gemüse kommt rechts und links kommt das Fleisch. Oh, aber ich habe zu viele Bären. Oh, das ist schlecht. Mach ich das denn am besten? Gut, okay, da muss ich ja auch noch Bären reinmachen, weil sonst wird es schlecht. Oh, ich habe noch mehr Bären hier. Okay. So. Ich bin bereit. Oh Mann, der Druck. Ihr nehmt euch die Dinger noch raus. Dann kümmere ich mich jetzt nochmal um die Spinnenweben. So. Okay. Oh Gott, also ich habe ein Spinnenweben. Okay, einen hatte ich auch. Bist du unten? Nee, ne? Ich bin doch weg. Und geht's dir gut? Alles fein bei dir. Das ist relativ interessant. Rechts waren noch Spinnen. Oh Gott, was denn hier? Ja, du hast gesagt, rechts sind noch Spinnen, ne? Unten bei den Büffeln. Unter den Büffeln. Ja, ich wollte mal Markus Dingsbums noch nehmen. Einmal rechts gehen. Ist schon mal nichts gespawnt. Rechts hast du gesagt, ne? Ja, warte. Brauchen halt auch Bienendinger ziemlich dringend. Das kommt halt noch dazu, leider. Für, wenn ihr bei mich verrückt werdet, dann sind Taffys das Beste. Das war mit Honig und noch irgendwas. Tatsächlich volle Sanity. Bei mir komischerweise auch. So gut wie. Aber wir sollten halt, also das ist halt auch gut für den Winter, der Honig. Den kann man halt auch so essen. Und hier sind ganz viele Spinnendinge. Spinnen sag ich schon. Du bist zu weit oben. Bitte? Ein bisschen runter. Ja, ich seh's gerade. Da ist so ein großer Hive. Ja, das ist die Bienenkönigin. Ach, die sind schon getötet hier. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich rede nicht von den Bienen jetzt. So, die Spinnen. Noch ein Dingsbums. Leider nur eins. Ah? Wir haben nur einen Spinnendingsbums. Ein Netz. Schade. Ich hab auch eins. Und sechs, ne? Ja, ich geh nochmal zum Lager und guck, dass ich so ein Bienennetz mache, um die Bienen zu fangen. Wie war das? 4 Bienen, ein Bienending, ne? Mhm. Ja.
Mir geht's gut. Hat mir deinen Fuß gebrochen. Wie hast du das denn gemacht? Müssen wir halt im Frühling aufpassen. Ach du Scheiße. Boah, ja, der Frühling. Da, wo es immer regnet. Dieser gruselige Tisch ist hier, by the way, bei uns, ne? Hm. Ach jo. Haken, oder? Der will nur spielen. Ich weiß nicht. Der ist auf jeden Fall gruselig und da kommt das Schatten hin raus. Gebaut. Was machen wir nochmal mit P-Tiles? Ups. Hm? P-Tiles. Ach so. Da gab es irgendwo einen Schrein für. Ach so, ja, ich kann einen Schrein bauen. Hier laufen gerade so vier. Oh, hier wurde gerade eine Mücke umgebracht. Das finde ich gut so. So vier von diesen Meeresechsen hinter so einer Mücke hinterher. Oh, hier ist so ein riesiger Bird. Einfach mal ein bisschen am Erkunden hier unten. Weit. Nice. Jo, ich habe. Hier unten sind auf jeden Fall richtig viele Pilze. Ja. Nice. Ich habe vier. Ich habe vier. Ich habe vier. Ich habe vier. Ich habe vier Netze. Fledermaus. Wir können das Ding jetzt bauen. Fledermaus. Marco, wo sind deine Häschen? Oder warte, ich gebe dir einfach die Dinger. Oh, ich bin tot. Oh, drei, vier Fledermäuse. Oh. Wie viel Damage hat der gemacht? Mein Herz. Hilfe, Fledermaus, hier vier Fledermäuse in der Base. Danke, Kriske, hi. Danke schön. Oh, sag mir, dass es hier irgendwo einen Touchstone gibt. Wie geht es euch? Was? Ich hab dir doch jetzt die Dinger gegeben, oder? Marco? Hm? Bist du denn? Hier. So, jetzt habe ich dir die Netze gegeben. Kannst du damit jetzt dieses Dingsbums bauen? Wie heißt das? Hut. Ich weiß nicht, wie das heißt. Zylinder. Ist bei Shadow Magic, da findest du das. Ist ein Prestihatilator. Ach, Prestihatilator. Oh. Ist hier irgendwo ein Touchstone in der Nähe? Bist du gestorben? In der Nähe. Brauche ich Hasen, Boards und einen Zylinder. Ja, Hasen solltest du ja fangen. Ja, die Hasen habe ich, aber. Also Boards fehlen. Ja, Zylinder also machst du mit den vier Spinnenweben, die ich dir geholt habe. Wo machst du denn Doppelblätter? Sechs Stück brauchen wir aber. Ach, sechs brauchen wir? Ja. Mhm. Ja gut, dann organisiere ich dir noch mehr. Hacke jetzt aber nochmal kurz Holz. Also die Häschen sind halb tot. Okay, das kriegen wir aber noch hin. Also bei uns erstmal hallo, und wie geht es euch? Ein Touchstone. Ja gut. Ich hoffe gut, und wie war der Stream? Was habt ihr schon gemacht? God of War habe ich selber noch nicht gespielt. Wir können nicht da viel verraten können, deswegen Spoiler-Kram. Wurmlöcher, ja. Aber hattet ihr Spaß? Hier unten ist halt kein Wurmloch. Was hast du eigentlich für ein Dings da in der Hand? Was soll das sein? Korken? Oh, das ist ein Schwert. Also ich habe ein Speer gemacht. Daraus habe ich jetzt ein Zaunschwert gemacht. Sieht ja witzig aus. Ein Fencing Sword. Sieht aus wie ein Korken. Klingt ja brutal. Sieht auch brutal aus, finde ich persönlich. Mann, hier muss doch irgendwo so ein blöder Touchding sein. Ach, ein Fechtschwert. Das ist hier so ein Degen. Ach so. Mit Korken. Ein Korkendegen. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Da erst mal ein Sandwich verdrücken. Ich bin von der dicken Schwede geflüchtet. Das kenne ich. God of War war sehr cool. Das freut mich. Ach, nice. Das ist schön. Ey, mein Album ist raus und mein zweites seit gestern. Habt ihr das gehört? Habt ihr es gehört? Ja, ich sehe halt nichts. Voll crazy. Es wurde jetzt schon 14.000 Mal das aufgerufen. Ich halt nicht, wenn ich jetzt hier rumlaufe. 14.000. Ich habe einen Touchstone gefunden. Übel, übel. Übel, crazy. Unbelievable. Crazy. Also, was seid ihr denn für Leute? Ich bin echt mega gehypt noch deswegen. Und ich habe einen Sticker gemacht. Schau mal. Es ist so schimmernd. Kann man das sehen? Wie macht man diese Spieße? Oh mein Gott, ich liebe die Sticker. Die Sandwiches machst du mit einem Froschschenkel, einem gekochten Froschschenkel, eine Beere, eine Möhre. Also kannst du ja auch noch eine Green. Wie ja, dass man einen gekochten auch braucht? Ja, ja. Braucht man. Nee, man kann ihn auch weglassen. Ja, aber dann braucht man einen Pilz. Ach, ich dachte, Pete gerade gesagt, da braucht man einen Pilz. Weil die sind auch Pilze.
Okay, noch mehr dieser Dinger. Mittlerweile mehrere Leute an einer Kiste dran, das ist ja auch cool. Ja, finde ich auch. Das haben die geändert. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Dann sehe ich plötzlich, dass da jemand was rausnimmt, während ich das dann noch. Oh, man kann auch hier so einen Drumstick, das ist perfekt. Weil das geht nämlich gerade kaputt. Oh je. Alter, ich habe Kacke gefunden. Geil. Ich habe jetzt 6, by the way. Also 6 Spinnweben. Ich bringe dir noch die beiden. Ja, dann auch noch 2. Wenn ich meine Sachen wieder hab. Brauchen wir auch noch so ein Bugnet, glaube ich. Ach, du musst dann nochmal runterlaufen. Ich habe sie aber doch bekommen. Nee, ich muss jetzt gerade wieder runterlaufen zu meinen Sachen. Ja. Ach so, die Spinne. Ja, ne? Oh, okay. Warte, ich gebe dir eben das. Komm mal. Muss halt gucken, ob ich den Clockwork Knight. Tut mir aber ein bisschen um die Spinne leid. Oder mein Tierfreund. Das einzige Tier, was sterben darf, sind 2. Es ist Zecken und Mücken. Aber Spinnen sind nicht cool. Und kannst du es bauen? Hier unten ist gerade ein Meteor eingeschlagen. Du hast den Hut auf, den musst du noch abnehmen. Planken brauche ich immer noch. Bei mir schlagen gerade richtig viele Meteoren ein. Planken machst du mit Holz. Ich, ja, mit Blocks. Ich hab nur 4, ich hack dann mal was eben. Ich hab. Du hast? Okay. Okay. Dann sammle ich mal Blümchen. Geil. Irgendwie geht meine Sanity runter. Habt ihr das auch? Nee. Verstehe ich nicht. Ach so, vielleicht deswegen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Es regnet. Okay. Es regnet's auch noch? Ja. Marco, du hattest auch God of War gespielt, ne? Ja. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, ich wollte mir das irgendwann mal holen. Irgendwann, wenn es im Sale ist, irgendwann. Ja. Da sitzt man auch länger dran, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und was? God of War. Ich höre euch nicht, der Regen ist so laut. God of War. Ah. Ja, 36 Stunden reingehauen. Oh, 36, okay. Auch nicht alles gemacht, aber so das meiste. Oder viel. Ich frage mich, ob durch den Regen jetzt das, was noch nicht grün ist, bei uns grün wird. Also die Berrybüsche. Das ist so ein bisschen als Fertilizer gilt. Ja, müsste doch, oder? Wäre ganz cool. Oh, was ist das denn? Infernal Stuff klingt nach Feuer, ne? Klingt nach auf gar keinen Fall bauen. Okay. Was ist denn? Day Lily Seed. Was soll das sein? Cherry Gem, Cherry Blossom und Marble. Ach, ich hab die Cherry Mod drin. Wie kann man denn diese Waffe bauen? Hatten wir damals auch, da mussten wir auf andere Inseln, damit man diese Aber Cherry fragt mich nicht, was die ganzen Sachen sind. Okay. Ey, hier ist so eine Art komisches Vieh. Oh Gott! So ein Birkenbaum. Was? Oh. Ah! Da kommt so ein Tentakel auf den Boden. Brauchst du zu Hilfe? Ja. Wär schön. Okay. Ich hab nur eine Axt. Wir haben einen Degen. Ich glaube, man braucht tatsächlich eine Axt für den. Ich hau mal drauf. Der hat Wurzeln. Aua. Oh, der ein Hit. Oh, okay. Wo ist ein Touchstone? Ja, genau da. Wo ist ein Touchstone? Dann greife ich den nicht an, ne? Auf gar keinen Fall. Nee. Chester stirbt gerade. Ja, was ich tun? Naja, nix. Wo ist ein Touchstone? Links von euch. Wir könnten versuchen, den runter zu den Büffeln zu locken. Direkt auf dem Weg zum Portal. Oder ist hier irgendwo eine freie Fläche, weil dann könnte ich den mit meinen Eiern töten.
Nee, ist nicht frei. Das ist ein Baum, der neben Bäumen wächst. War irgendwas Fieses, Großes, Gruseliges, war das. Holy fuck. Und dann kam Tentakel raus. Mhm. Der sogenannte Birch-Nutter. Aua, aber das tat weh. Glaube ich. Es dürfen nicht die Hunde kommen, ihr dürft nicht sterben. Oh. Kannst du den auch noch benutzen? Der müsste nach einer kurzen Zeit wieder verfügbar sein für euch. Ah, okay. Entschuldigung, oh, hier oben sind schon wieder die ganzen Frösche gegen die Fledermäuse kämpfen. Ich beeile mich mal eben, zu den anderen Sachen zu kommen. Wieder so ein Maulwurf. Ich würde ja höflich warten, Marco, aber dann wird Nacht. Kann er nicht warten. Ich lebe schon. Okay. Also der respawnt immer. Ich dachte immer, der bleibt dann kaputt. Wo ist der Boy? Direkt hier. Oh, da oben. Wahrscheinlich hier, wo die ganzen Materialien sind. Oh, hallo. Aber der Baum ist weg bei dir. Der Baum ist weg. Ja. Nee, der Baum ist Nein, hier rechts. Nein, da waren zwei nebeneinander. Da ist nur noch der eine da. Bei uns gab's zwei. Oh. Ja. Es wird gleich dunkel. Aber der ist stark. Da hau ich mal ab. Könnte. Okay, das war aber ein Erlebnis, muss ich schon sagen. Den HP habe ich noch. Ja, ich habe hier einen Heal-Stab schon. Komm mal zu mir. Hier. Heile. So. Dankeschön. Ich heile gleich nochmal. Wir müssen aufpassen, was wir auf dem Boden lassen, weil die Maulwürfe halt alles fressen. Ja. Sagte er und wirft was auf den Boden. Ich bin voll. So, hier ist noch ein Heal. Oh. Schön, oder? Wie kriegt man hier diese Trockendinger hin? Trocken? Das gab's doch auch irgendwie. Achso, ja, mit Kohle. Okay. Gibt es schon eine Kiste mit Nightmare Fuel? Ich habe auch eins. Ich hab auch eins. Marco, hast du auch deins mitgenommen? Könnte man nicht hier oben, wo dieser Baum ist, einfach alles anzünden? Wenn. Mach das. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist passiert, wenn du dich wiederbelebst und dieser Stein zerbricht. Dann droppt mir diese Marble-Teile und auch Nightmare Fuel. Hab nicht gesehen, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier oben einfach mal so eine riesige Fläche machen sollten. Also mein großes Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal ich hole noch mehr Backnetze, damit ich mehr Bienen holen kann. Wäre cool, wenn einer in der Zeit Holz holen könnte, weil dann spart man sich ein bisschen Zeit. So Haken. Au. Also, Pido, wie findest du das neue Album? Find's super. Ist gut, auch die Reihenfolge und die Lieder und die Zusammenhänge. Nee, die Lieder sowieso. Auch die neuen beiden. Ja. Okay, cool. Das freut mich. Aber nur ganz bisschen. So, wo ist der Baum? Weiß ich nicht. Also ich gehe weg von dem. Ich glaube, der ist weg tatsächlich. Ja, irgendwie despawnt der, kann das sein? Weiß ich nicht. Oh, das ist schlecht. Warte, ich muss mal die Sounds leiser machen, ey, die sind ja viel zu laut. Ambient Sounds hier, Size. Oh je.
Übrigens würde ich mal euch in den Einstellungen empfehlen, unter Settings rechts das Backpack-Layout auf Integrated zu stellen. Ja. Okay, mach ich gleich. Oh Gott, ich hab die ganze... Oh Gott, oh Gott. Was denn? Froschalarm. Achso, ja, bei mir auch. Bin fast gestorben, deswegen. Ja, warte, 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 weg, 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 weg. Yeet. Ach schön, du grillst sie direkt. Nee, nee. Auf jeden Fall die Blümchen. Nice. Okay. Integrated. Wo kannst du das machen? Bei Einstellungen. Einstellungen. Ja, mach ich später. Hier wäre auch noch ein Touchstone. Das ist vielleicht auch nochmal good to know. Das ist bei. Bedems. Wo finde ich das? Mitten in den Settings. Ey, das nicht kaputt machen. Stopp, 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 stopp. Das nicht kaputt machen. Es waren nur ein paar Warnschüsse. Okay. Oh, wie ist das denn jetzt? Das ist ja komisch mit dem Backpack. Guck mal, kennst du sowas Cooles hier? Ach du Scheiße. Also du hast die Beefalos schon kaputt gekriegt? Nein, der lag da einfach rum neben so einem Toten. Sieht aber schon komisch aus, wenn du den Helm trägst. Irgendwie ist dein Kopf zu klein dafür. Ja, aber auch sowas hier. Oh, Tentakeln. Ich finde das Integrated nicht gut bei dem Backpack. Nicht? Ist irgendwie voll unübersichtlich dann. Ich finde das besser, weil dann hast du das alles auf einmal. Ich vergesse, weil die Sachen, die rechts sind, aber was bist du? Beispiel jetzt noch so eine Lock-Armor. Dann will ich halt wissen, was ist wirklich im Rucksack und was nicht. Ja, okay, macht Sinn. Ja, ich brauche ein Seil. Und noch zwei Stöckchen. Wir müssen uns um die Bären kümmern. Irgendwann verderben die. Die haben nur noch Hälfte. Ja. Ich würde mir jetzt erstmal noch ein paar Bienen schnappen, dass wir halt dann genug für den Winter haben halt. Also genug Honig. Ja. Ich hab jetzt 13 Kohle. Oh, nice. Da können wir ganz viele Direx machen. Wir brauchen noch ganz dringend so diesen Kühl-Schneeballschießer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Den brauchen wir halt wirklich dringend. Auch wenn die Gobbler kommen halt, ne? Dann kann man die einfrieren und töten. Das ist so stark gewesen. Oh, haben wir gar kein Gras mehr übrig? Okay. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einfach... Hey. Ey, so ist nicht mein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen einfacher ist jetzt. Also ja, klar. Unabhängig dieser 2 Milliarden Ressourcen, ist das so generell. Meatballs können wir übrigens machen. Also mit einem Monster Meat und 3 Bären, dann gehen die auch gut weg. Und wenn du nur die Hälfte der Bären verwendest, dann kannst du neue dazu tun und die sind wieder grün. Hm. Ja. Weiß zwar nicht, ob das legal ist, aber... Aber irgendwie kommt es mir halt so vor, als ob die Sanity gar nicht runtergeht. Oh, bei mir geht die gerade runter, tatsächlich. Stelle ich die Drying Racks hin? In der Nähe der Good Berrybüsche, würde ich sagen. Weil wenn wir da dann diesen Schneeballschießer haben... Berrybüsche? Ja, die sind da oben. Ja. Ja. Dann hier so hin. Ja. Ich würde den nächsten Tag jetzt auch nutzen und mich um die Bienen kümmern. Mhm. Wie sieht's aus mit eurem Leben? Habt ihr genug? Ich bin voll. Marco? Ja. Okay. Haben wir irgendwas zum Aufhängen? Letzte Sanity, ein Drittel noch Hunger. Um die Sanity-Sachen kümmere ich mich jetzt bald.
Dafür sind dann die Taffis da, also dafür kümmere ich mich um den Honig. Achso, und Meatball Clown. Mann. Ich mache auch mal ein paar Marmeladen. Achso, Entschuldigung, habe ich dir gerade den Meatball geklaut? Nee, ich habe mir. Okay. Wir haben bald Vollmond. Stimmt, da müssen wir das Dingsbums finden, ne? Sind wir denn hier insane? Also ich habe 119, das ist eigentlich noch okay. Ich habe 92 habe ich. 187. Ja, dann kümmern wir uns um deine Sanity noch. Ich habe Marmelade gemacht, nehmt euch ruhig. Theoretisch sollten ja auch genügend Blümchen sein. So, dann kümmere ich mich jetzt um die ganzen Bienen. Oh, ich bin dafür zu voll. Ich würde ganz gern so ein Vogelhaus bauen. Ich wüsste, wo die sind. Warum hast du keinen Bart mehr? Weil ich gestorben bin. Ah. Weil er sich mal rasiert hat. Hallo, das macht man so? Ja, aber rasieren ist schlecht, weil der Winter ansteht. Ach so. Ja. Ganz genau, das war der Grund, wieso ich so flauschig bin. Hier, Birdcage. Mhm. 2 Papyrus. Wo ist mein Papyrus? Oh, sag mir nicht, dass ich das Papyrus verloren habe, weil ich gestorben bin unten. Ups, ups, ups. Hier sind nur diese Kampfdinge. What the fuck, wie viele Bären sind denn hier? Au! Nein, nicht die, nicht die! Wie viele Bären, ach ja, wie viele Bienen braucht man nochmal pro Hive? 4. 4. Schade. 11. Ich habe jetzt 13, dann brauche ich 16 für 4 Dinger, ne? 14. 15. Ah ja, 16. Proof Container. Okay. Nett. Kannst du alles mit Sicherheitsbestimmungen hier bauen? Ja, das wäre mal was. Schon witzig. Das Geräusch, wenn die Bienen sterben, ne? Kenn ich irgendwo her. Ich weiß nicht. Ja. Macht nicht ganz weh, aber so ein bisschen. Das ist ähnlich, aber auf gar keinen Fall gleich. Die ganzen Hasen fallen hier lohnen sich aber. Stimmt, da hat man mega viel Morsel. Wieso schreibt, gute Nacht zusammen und lasst euch nicht von dem Dirklops beißen. Den hatten wir zum Glück noch nicht. Den hatten wir zum Glück noch nicht. Dann kommt erst noch. Ey, ich hatte gerade einen Maulwurf meinen Kieselstein gegessen. Nom. Oh. 5, ich brauche 20 Bienen jetzt. Ich hab mich verzählt, ich Trottel. Und dann die Kescher. 18, 19. Oh nein, eine Biene habe ich zu wenig.
Oh, schade. Ich hab zwei Kescher gebaut. Ich habe eine Biene zu wenig. Ihr wollt mich da wohl verarschen. Hier vielleicht einen Kescher drin? Nein. Ich höre so nur Summen in dem Ding. Ich hab, nasse Kotze oder sowas. Was? Ach, Wet Goop. Hast du dich verkocht? Nee, ich. Hier ist eine, so ein Katzen. Katzenwaschbär. Oh, der ich werde angegriffen. Oh, ich helf dir, Nicht nur du. Ich helf dir. Wir kommen aus der Cave. Pilo geöffnet. Werde angegriffen. Autsch. Hast du noch viel Leben? 70. Einmal heilt Steffen, das geht wieder. Okay. Wo war ich denn gerade nochmal? Irgendwas habe ich gerade gemacht. So. Hast du Holz gehackt zufällig, Marco? Ich hab vorhin was reingetan, aber. Oh, ein Träumchen. Hast du das alles rausgenommen jetzt? Oder? Ja, jetzt gerade. Mhm. Ja. Guck ich mal, Bienendings, da ist es. Verdammt, jetzt hab ich die Kotze gegessen. Die Kotze. Hallo? Okay, wo mach ich das hin? Nach oben? Wir sollten nicht zu nah sein, weil sonst fliegen Bienen bei uns in die Basis. Darf nicht ausgehen, oder ist das schon der Skin? Das ist der Skin, ja. Hübsch, oder? Damals, als ihr zugeguckt habt in meinem Stream. Wir sollten wirklich ein bisschen weiter weg, weil... Noch weiter? Wenn die im Sommer da aggressiv werden. Also hier. Ich hab halt Angst, dass der Dieb dir klopst, dann die murkst. Oh, ist die neu? Nee, ich hab'n Skin. Sieht mal anders aus? Ja, ich hab'n Skin auf den Kisten und ich hab'n Skin auf das Dings, weil den hast du aber eigentlich auch, wenn du mal im Stream zugeschaut hast. Ja, nee, weil ich das nicht verbinden konnte. Ach so, schade. Schade, schade, schade. Muss man noch nicht drumherum Blumen pflücken, pflanzen? Ja, genau, für die Bienen. Weiß gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Ja. Achso, doch, man muss einen Schmetterling fangen und den Schmetterling einpflanzen. Achso, ja. Wenn du dich erinnerst. Lustige Logik. Umständlich. Bisschen. Ja, von der Raupe zum Schmetterling. Oh, es wird dunkel, Ich hab. Oh, jau. Eine Laterne. Ich kann ein Stückchen reintun. Hier. Was? Wie kann ich das wegtun? So. Oh je. Oh je. Das hier kann ich reintun. Ich habe hier verrottetes Zeugs. Verrottetes Zeug braucht man für irgendwas. Bisschen. Nein. Okay. Mach mal alles rein. Okay. Ich schau mal eben. Also, um ein Mushroom Planter zu bauen, braucht man einmal dieses Nightmare Loopsy-Doopsy, glaube ich, ne? Ich finde es leider gerade nicht. Da. Ach nee, zwei Living Logs, genau. Es gibt irgendwo so verrottete Gruselbäume, die kann man kaputt hacken. Oder irgendwann kommt dieser große Lolo. Rot bitte nicht unbedingt immer verwenden, also, weil das brauchen wir auch irgendwann auf Dauer. Was verwenden nicht? Rot, was du gerade zum Anzünden gebaut hast. Okay. Aber ich werde langsam auch, glaube ich, insane. Ich kann schon die Schattenviecher ganz leicht sehen. Wollen wir denn mal nach Beefalo Wool gucken? Ja. Ich habe drei im Inventar, warum auch immer. Winterhüte. Machen können. Ja. Oder reichen die Ohrwärmer? Ist an sich eine sehr gute Idee, aber ich würde noch. Ja, also die Ohrwärmer. Nee, also die Beefalo-Dinger waren weitaus besser, aber auf jeden Fall. Ich hab schon einen.
Ich, der große Jay von Fuxhausen, sagt sie ihnen richtig geil. Die ganze Nacht durchgehört. Aber wie lieb ist das denn? Nee, Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich echt von Herzen. Ja, ey, das kam gerade auch im Radio mal. Silk und wie viele Ruhe? Das sieht leicht aus. Jetzt höre ich. Nee, das sind die Frösche bei mir. Ich würde mal eine Schere bauen. Ach, die mussten schlafen, ne? Ja. Oh, das ist schlecht. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig kräftig eine Angriffstaste drückt, damit man auch ja wirklich angreift? Aus Panik? Ja, kenne ich auch. Okay. Gut, dachte schon, ich wäre ein Idiot. Alter, ich habe gerade meine ganze Armee versammelt, um gegen die Killerbienen zu kämpfen. Kämpfen jetzt so 8 Schweine unten und eine Katzenwaschbär. Bitte? Egal. Ich hab's nicht verstanden. Irgendwas hat geschrien gerade. Oh oh. Meinst du, dass das irgendwie Peter war, oder? Ich hoffe, es war Pete. Peter hat sogar geschrien. Und sei aufmerksam, nicht, dass bei dir irgendwas... Ist da vielleicht so ein Baum mit so einem Gesicht? Nö. Weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur ein Chaos hier unten. So. Okay. Wo haben wir die Bifidons? Okay, deswegen benutze ich schon meine 12. Maus. Ach du Scheiße. Bitte Entschuldigung, was hast du gesagt? Wo die Beefalos sind. Ping weiß ich nicht, wie das geht, ne? Siehst du das Wurmloch unten in der Wüste? Da sind die. Okay. Ich glaub mal. Scheiße. Okay. Ich hack noch weiter Holz. Ja, 20 Bienen auf einmal gekillt. Wer? Ike. Wie? Ach so, mit so einem Ei. Mit deinem Yoshi-Ei. Krass. Aua! Ich bin hier irgendwie. Boah, ich hab. Nee. Ah, nice. Genau, das meinte ich. Was denn? Tag. Tag. Ja, da lag Fleisch rum. Achso, ja, bin ich gerade. Alter, dabei. Sind das viele Büsche hier. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Übel, oder? Ach, weiter nach rechts. Die Bienen sterben schnell, kann das sein? Sind das viele Hasen? Vielleicht habe ich das noch. Wollte noch ganz kurz die Spinnen hier murksen und dann hau ich auch schon wieder ab. Wäre das, wenn die Bifilos wach sind, kann man die nicht shaven, oder? Ich glaube. Fuck. Oh oh. Wir werden die auch aggro, oder? Man kann. Was denn? Warum? Bist du gestorben? Nein, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe mich geschaved. Oh nein. Ich habe Rechtsklick. Ich wusste nicht, dass wenn ich Rechtsklick auf den Rasierer klicke, ich dachte, ich kann damit die Büffelos rasieren, aber ich brauche wohl eine Schere. Nee, das geht aber mit dem Rasierer. Nur 10 Tage Das geht mit dem Rasierer. Dem Rasierer kannst du die Bifilos dingsen, die müssen halt noch schlafen. Naja, aber das Problem ist, ich kann das nicht equippen. Einfach draufklicken und dann in die Hand ziehen. Nee, geht nicht. Geht das nicht? Den kann ich nicht in der Hand halten, das ist zu gefährlich wohl. Ja. Schlafen die nachts? Ah ja, doch. Okay, ich muss den quasi mit der Maus in die Hand nehmen und dann mit der... Basiere auf die Bifidos klicken. Oh. Dann schlafen die nachts, ne? Salt Lick. Gott. Die sind echt nervig.
Oh, what? Warum sind die Schweine hier aggro? Wer Schweine? Ah, wer? Wir haben mit an. Nee, die sind eigentlich normal. Die sagen, oh, save King. Und greifen mich dann an. Defend. Achso, die haben hier eine Schweinestatue. Okay. Oh ja, das ist. Oh Gott. Ich mach mal schnell ganz, so ganz viel Melade, weil die, die Dinger werden hier gerade schlecht. Wie sieht das aus mit der Sanity, Marco? Hast du da noch genug oder sieht schlecht aus? Noch Hälfte. Hälfte, okay. Dann hol ich dir mal. In der Wüste sind auch Blumen tatsächlich. Also du kriegst pro Blume kriegst du 5 oder 6. Nein, eigentlich nur. Blumen sammeln. In der Wüste klaust du auch den Bienen die Blumen nicht. Deswegen. Oh. Hallo? Ach, wir haben Vollmond? Es ist Vollmond. Oh. Tag 11. Guck mal bitte in den Kochtopf. Also ist das da mal gleich. Oh, ich hab die Volt Goats gefunden. Die was? Elektroziegen. Ja, die was? Nie von gehört. Same. Okay. So, ich habe 9 Wolle. Schon mal. Und die schlafen hier lange, neben. Ne? Aua! Ein Beeflow finde, können wir uns 4 Hüte bauen. 3 Hüte. Ja, behalte mal, ich bin gleich raus. Die habe ich aber für dich gemacht. Ich brauche die nicht. Die sind doch für dich. Ja. Damit du nicht insane wirst, sondern alles wieder fein ist. Und alles chili willy. Vielleicht lag das mit meiner Sanity auch einfach daran, dass ich so eine komische Mütze auf hatte, so eine Blumenmütze. Könnte sein. Ah, ich habe auch die Oase gefunden. Also, da wo dann am Ende der Dings hier spawnt. Ihr wisst schon. Ja, ja. Wie heißt denn der Ameisenbär-Dingsbums? Der, du siehst nichts, Typ. Irgendwas ging. Ja. Komm mal zurück, ich habe nämlich fast keinen Hunger mehr. Okay. Jetzt ganz viele. Diesen wunderschönen Honey-Dinger. Perfekt. Passiert, wenn ich hier reinhüpfe. So, okay, dann sammle ich auch mal Blümchen. Und Stöcke. Ich muss ja leider sagen, dass ich nächste Woche nicht zum Konzert kommen kann, da ich jetzt plötzlich am Freitag drauf arbeiten muss. Ach, wie schade. Ach, Mann. Das wäre cool gewesen. Das wird legendär. Legendär. Wollte doch die Zeitung anschreiben. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich das tun soll. 5 Frösche gegen 5 Spinnen. 10, 20 Frösche. 1000. Hast du deine Wetten gesetzt? Ja. Die Frösche gewinnen, glaube ich. 2, 3, 4, 5. Aber da kommen immer mehr Spinnen raus. Ah!
frage mich die ganze Zeit, was das für Piranhas sind, die man so ganz leicht im Schatten des Wassers sieht. Keine Ahnung. Oh, ich hab den Gluma verpasst, ich Idiot. Oh ja, stimmt, der war ja bei Vollmond, kommt der nur raus, ne? Ja, nicht schlimm. Natürlich zu wenig Spinnenweben. Vor mich dafür verarschen. Brauchst du ein paar? Ja, ich hab leider. Zwei Stück, wenn du brauchst. Ja, könnte ich gebrauchen. Ich möchte noch einmal ganz kurz hier die clearen. Oh, das wurde schon gecleared. Das sieht so dumm aus. Was denn? Ihr kennt doch alle den Gorilla mit der Sonnenbrille, ne? Ja, ja. Ulala. Ja. So, wartet kurz. Bin gleich da. Ducke. Aber kennt ihr auch den Yoshi mit dem Sonnenhut? Ach du Scheiße, der Hut ist größer als du! Wie viele sind gedroppt? Nicht genug. Eins bräuchte ich noch. Hat noch jemand einen Spinnitz? Ich hab zwei. Kannst du mir jetzt abgeben? Ah, perfekt. Mhm. Ich muss mal kurz ein bisschen Gras anfassen gehen. Anfassen? Oder rauchen. Meiner Sanity geht's nämlich nicht mehr ganz mehr so gut. Ui, Bären sind fast down. Hä? Okay. Warum sind hier Birchnuts in der ist Kiste? Ist ja abgefahren. Ich hab mir jetzt den, Mach dann einfach die ganzen so eine Blumenkrone gemacht, die macht Lebensregeneration. Ja. So eine fette Blumenkrone. Ist doch gar nicht schwer zu bauen, man braucht nur Blümchen. Jetzt passiert. Man kann auch so starke Helme bauen, so einen Nox-Helm oder so eine Krone, dann hat das, glaube ich, mehr Rüstung. Keine Sorge, ich guck dich nicht an, Wiebke. Ha? Was ist das denn? Ich hab, glaube ich, einen Skin bekommen. Ein Skin? Gute Nacht. Ja, das bringt nur nichts. Also nur du schläfst. Aber du kriegst trotzdem den Nachtdamage, wenn andere Leute wach sind. Naja, aber ich bekomme Sanity und mein Leben geht runter. Geht runter? Mein Hunger geht runter, aber meine Sanity geht hoch. Du hast gerade Leben gesagt, Leben geht runter. Achso, nee. Hoch? Der Hunger. Achso, ich kann jetzt mal eben 4 Blümchen sammeln und dann kann ich ja auch du dieses Abigail-Dings vom Sparen. Okay. Ah, weil so langsam. Schau mal kurz. Bis schon 10. Dann euch noch viel Spaß. Gute Nacht. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Was brauche ich? Und noch Asche. Perfekt. 1, 2. Es wird Nacht. Oh, ich hab gar nichts, was ich reintun kann. Shit. Oh, perfekt. Ich hab ein Holz, okay. Was habt ihr reingetan? Stückchen. Okay. So, ich hab hier noch so ein Sanity-Dings hingebaut. Ich bin nicht verrückt. 191. Ich hab 193. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht verrückt bin. So, ich habe hier jetzt so einen Sanity-Schrein gemacht da oben. Hier, da kann man sich daneben stellen und dann kriegt man auch Sanity. Die geht dann hoch, wenn man hier neben diesem Blümchenschrein da steht. Wie viel Leben hast du? 50 von 150. Okay.
Mit der Sanity könnte eventuell mir liegen. Aber dagegen könnte ich was tun. Ja, stell dich doch hier in meinen Schrein. Den habe ich gerade gebaut. Hallo, mit Chrissy. Na, alles gut. Okay. Ich würde hier mal. Bin wieder voll mit Sanity. Ich habe noch diese Spider-Glance hier. Ja, ich habe wieder ein paar in den Kisten. Ich habe auch so Meat. Ich guck mal gerade hier so ein bisschen Honig für Taffys. Können Taffys schlecht werden? Ich glaube nicht, ne? Weiß es nicht. Aber Honig hält halt generell richtig lange. Ich liebe Don't Stuff Together, dann freue mich immer über Streams. Das ist lieb, das ist lieb. Wir sind relativ neu dabei. Haben aber ein paar Mods aktiv. Ach, Winterheads. Aber hier nicht viele tatsächlich. So Global Positioning und sowas. Bitte was? Hab ich aufgepasst? Für den. Ihr wollt die Winterheads bauen. Ach so, ja, genau. Ich hab 9 Beefle Wool. Wie viel braucht man dafür? 4 braucht man für einen. Und 4 Silk, aber. Okay. Ich sammle nochmal ein paar Berries, weil wir haben ja irgendwann Winter. Und sobald Winter ist, ist ja dann geht ja alles dann den Bach runter, wenn wir nicht genug Essen haben. Oh nein, oh nein, das ist ein Gobbler. Ich hab so Angst, dass der hier das. Oh nice. Ich nehme mal kurz um. Ich bin da so witzig, wie der Gobbler stirbt. Einfach nur umgekippt. Gabel, Gabel, Gabel. Oh. Ich sammle mal eben. Aber ich weiß nicht mehr, also wie man einen Vogelkäfig baut, du musst ja halt einen Vogel fangen. Dann brauchst du, glaube ich, Gold und noch irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr. Für was? Vogelkäfig. Du brauchst. Ich weiß nicht ganz genau. Du brauchst Seeds, du brauchst noch irgendwas. Okay. So, ich habe noch ein Silk gefunden. Unser Monsterfleisch sieht auch nicht mehr so gut aus. Müsste man bald Essen machen mit. Ich glaube, Marco aber auch hat nicht mehr so lang. Recht, ja. Ich glaube, Marco hat recht. Und tatsächlich ist der eine hier zu nah gebaut. Also die Bienen kommen hier rein. Ein paar Mods sind schon fast unabdingbar. Ja, das ist so schwer, das Spiel, oder? Entschuldigung, was? Ja. Was hast du gesagt? Warum sind hier ständig tote Bienen? Ich töte die, weil ich immer den Honig hole. Ach so. Ja, ja, weil wir brauchen den Honig für Taffys, also dass du nicht so verrückt wirst. Und ich habe schon ein paar fertig gemacht. Und die kommen halt automatisch raus, die Bienen. Sind denn die Taffys? Habe ich eigentlich. Ah, ne, habe ich im Inventar. Habe ich im Inventar. Also nicht, dass ich welche brauche, aber. Ja, habe ich hier im Inventar, also ich habe die eigentlich reingetan. Weil hier ist halt voll, wir haben keinen Kühlschrank mehr. Können wir noch einen Kühlschrank bauen? Und dann gucke ich mal eh, was man braucht. Kühlschrank. Ich würde gerne noch mehr Gear organisieren. Da, wir brauchen. Oh, Gold. Habt ihr ja viel organisiert gehabt, ne? Kevin. Nice. Dann mache ich einfach mal 4 hin, ne? Also Luxus Camping jetzt hier mit 4 guten Kühlschränken. Da passt ja dann jetzt wohl alles rein. Ich würde in den ganz obersten vielleicht das fertige Essen reintun. Hier. Ja. Was brauchen wir noch? Die Kohle. Wir haben jetzt 2 von diesen Drying Racks. Ich würde noch mehr Dying Racks dingsen. Alter, die Marmelade ist so gut. Ja, ist sie wirklich, ne? 37? Essen? Ja. Bis zu welchen Tag seid ihr mal gekommen, wird gefragt. Oh, wir, Gottes Willen, ey. Wir hatten ja immer richtig viel. Ja, wir haben es richtig weit geschafft. 2 Jahre oder so durchgespielt. Oder sogar noch länger. Was? Du? Nein, aber die Welt hat doch. Wir hatten doch in der einen, unserer allerersten Welt, hatten wir doch mal bestimmt 2 Jahre oder so. Wir hatten 300 Tage. Maximal. Oder
Ja, aber das sind ja fast 2 Jahre, glaube ich. 300 Tage sind noch nicht mal ein Jahr. Oder? Ja, aber nicht in Don't Starve, du Birne. Ach so, ich dachte schon. Ich wollte schon fragen, was mit dir los ist. Weil es in Ordnung ist. Ja, okay. Wir haben es richtig, richtig lang geschafft. Aber wir waren auch 8 Leute oder so, ne? 8. Da ist es halt auch einfacher, Sachen zu fahren. Ja, ich helfe dir. Schön. Gerne. Ja. Wow. Ja, also als Mods haben wir tatsächlich halt, wie gesagt, das Global Positionings, dass wir halt wissen, wo wir sind. Was haben wir noch? Wir haben nicht viele, weil bei uns schmierte alles ab und hat nicht funktioniert, als wir jetzt versucht hatten, normal zu spielen. Also mit Mods halt. Deswegen haben wir alles rausgenommen, deswegen keine Ahnung. Weißt du noch auswendig, was wir haben? Yoshi haben wir, offenkundig. Als Mod. Mach jetzt mal was richtig Gutes hier. Upsa. Wir haben bald schon wieder Nacht. Ja, das ist ungünstig. Ja, ich kann gleich was befeuern. Ich hätte halt noch so ein paar Spinnen eigentlich organisiert. Mach ich dann am nächsten Tag. Was hast du denn vorzumachen? Essen? Oder wie? Essen? Kommt da gleich raus, hier oben. Okay. Ich sehe so witzig aus, ne? Wie so ein Flowy-Powy-Gothic. Richtig lustig. Wie steht ihr zu Backseaten? Also ein bisschen wissen wir schon. Also. Alter! Was ist das denn Abgefahrenes? Das ist was richtig Gutes. Darf ich das necken? Mach das. Boah! Rom. Ich bin satt. Wie hast du das gemacht? Das hat 75 Hunger. Oh, ich hab, hätte das gebracht. Mir fehlte nur 20. Scheiße. Wie macht man das denn? Und wie macht man Honey Nuggets? Ich bin am überlegen. Ich mach das rein. Ich hab. Alles klar. Ich kann auch einfach die Lampe anmachen. Das ist übrigens gruselig, dass dieses Dings hier so nah ist. Ja, mach mal die Lampe aus, weil ich hab doch Feuer gemacht. Hoppala. Ging denn das? Was denn? Also Honey... Nee, mit dem Stick nicht. Also zwei irgendwas, also zwei Gemüse, ein Monster Meat oder irgendein Fleisch und ein Honig, kriegt man Honignuggets. Und geil. Mit dem Honey Ham, dafür brauchte man so ein großes Fleisch und Honig. Ach so. Ja, soll ich da... Ich habe noch ein Netzchen übrig. Also ich könnte zusehen, dass ich noch mehr von den Honigdingern da bauen kann. Dann mache ich das mal. Die sind ziemlich gut im Winter gewesen, weiß ich noch. Ja. Okay, ich mal gucken, was ich machen kann. Ich bin gerade beim Überlegen, wie ich den Honighelm gemacht habe. Die Wölfe kommen, glaube ich. Ja, noch nichts. Ah, hier. Ja, die Wölfe kommen. Zwei Fleisch. Lass uns zwei mal zusammenkommen. Zwei Fleisch. Ja, diese Gobbler-Keulen, ne? Egal welches Fleisch, Honig und irgendein Füller. Und aber das sind dann Stock. Honey Nuggets? Kann ich auch einmal Bär nehmen oder nee. So? Warte mal, wie macht man denn? Okay, seid ihr bereit? Die kommen jetzt. Oh, ich hab voll Angst. Ich hasse die Dinger. Ey, machst du dir auch noch so einen Heilstab? Ah, Rüstung. Das ist eine gute Idee. Hab ich. Ey, wir können einfach Cheatcode machen. Pass auf. Lass die einfach kurz kommen. Oh. Jetzt muss ich kurz snacken. Ah, okay. Gottes Willen! Gute Nacht. Warum pennen die nicht? Wie, warum pennen die nicht? Ich hatte so eine Panflöte. Oh ach so, Gott. Die schlafen dann ein, wenn du sie nicht mehr angreifst. Ja. Es sollte aber noch eine Rutsche kommen, ja. Ich dachte schon. Ja, easy. Ja. Oh, da kommt noch eine. Ja. Aber das war jetzt auch der erste. Ja, die Stäbe sind schon ein bisschen OP, oder? Ja, die sind ja ein bisschen OP. Also. Aber finde ich nicht so schade. Die machen halt nicht viel Schaden, aber heilen halt sehr stark. Ja, und staggern die Gegner und Fernkampf und
Man kann nicht alles haben. Das Leben kann nicht... Oh, da ist noch einer. Das Leben kann nicht immer ungerecht sein. Einfach ein bisschen stark. Ja, es ist stark. Aber so, solange es den Spielspaß sich nimmt, werde ich dieses Opfer, dieses Blumenstäbchens auf mich nehmen und es weiterhin benutzen. Okay, jetzt nochmal back to topic. Also, ich irgendein Fleisch, ein Miet, ein Honig und ein Füller, dann bekommt man den guten Shit. Wo ist denn jetzt mein... Hier. Also zwei Fleisch, aber kein Monster-Miet. Doch, doch, Monster kannst du auch dazu hauen. Dann ein Honig und ein Gemüse oder so. Und dann... Voila, Monster. Ich frag dich gleich nochmal, ich kann mir das einfach nicht behalten, gerade wenn ich kämpfe. Einen großen Schinken. Irgendein anderes Fleisch. Ja, 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 okay, okay. Ein Honig und ein Gemüse. Aber die großen Schinken, die will ich immer nie verwenden. Das sind die von den Schweinen, oder? Nicht unbedingt. Okay. Die Stäbe sind auch eine Mod, oder? Ja, das war The Forge oder so heißt das. Da sind extra Items dabei, die machen so ganz kleine Sachen. Also wie man sieht, hier ein Heal-Stab, dann haben wir eine Blumenkrone, das ist dann ganz leichte Lebensregeneration und den Rest haben wir noch nicht gebaut, aber es ist überhaupt nicht, was Kevin, bleib doch mal ganz kurz stehen. Ja. Was hast du gerade an mich verfüttert? Honignuggets hier. Was ist passiert? Rein in deinen Mund. Hab ich echt gefüttert? Dankeschön. Es geht, man kann einen füttern. Reingeschoben mit Gewalt. Man kann einen füttern, einfach so, auch wenn man das nicht möchte. Okay. Irgendwie schon. Ich würde hier ausmachen, glaube ich. Also nicht nur glaube ich, ich mache hier aus. Okay. Ja, same. Alter, lass mich wenigstens noch zurücklaufen, Leute. Wow. Jo. Viel Erfolg. Ich guck mal eben. Da muss ich lang. So, es geht morgen. Da spiele ich ein Singleplayer-Spiel. Alter, was ist denn bei dir passiert da? Oder zeichne. Wo denn? Geht nein als Singleplayer. Da sind ganz viele Bienen gestorben. Wo denn? Hier? Keine Ahnung. Nee. Achso, bei mir? Ja. Mhm. Mhm. Die sind alle tot. Wie kann das denn sein? Abigail. Geregelt. Und? Ist OP. Disconnect. Okay. Okay. Na gut, da ist Abigail richtig sauer. Schau dir mal bitte Abigails Gesicht an. Weißt du Bescheid? Okay. Ich war hier in Just Shadow. Guten Tag. Oh. Hey, hast du gerade... ich habe schon wieder meine Stachelschuhe bekommen. Zweite Mal schon. Ich habe Metallhandschuhe bekommen. Ich habe dich gezwungen. Wieso haben die eigentlich das rausgenommen, dass ich jetzt noch Drops geben kann? Ich verstehe das nicht. Weil eigentlich war das so, wenn du deinen Staff damals mit Twitch verknüpft hattest, konntest du das geben. Aber jetzt immer, wenn ich auf Drops gehe, steht da irgendwas mit, geht nur noch am Partner oder so. Keine Ahnung. Voll unfair eigentlich. Ich meine, gut, das ist irgendeine Krone, die man kriegen kann, so. Keine Ahnung, was die macht, aber... Das ist nur Deko bestimmt für irgendwas anderes. Bestimmt was Unwichtiges, was man gar nicht braucht. Genau. Braucht's. Das ist ein Skin. Ich möchte ein Skin. Skin. So, was steht denn bei dir als Singleplayer an der Reihe? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe die Auswahl zwischen Have a Nice Death, dieses 12-Minutes-Game. Und das mit den Roboter-Dinos. Warte mal, ich weiß nicht, wie die heißen. Warte, ich schau mal eben. Kann man bestimmt irgendwo sehen. Horizon. Ja, Horizon, genau. Ja, weiß ich noch nicht, welches davon.
Ich hätte auch The Curse of the Monkey Island. Das habe ich als Kind gespielt. Das ist ein ganz, ganz altes Teil. Aber ich konnte nie an einem Punkt weiterspielen, weil meine CD war gesprungen. Und jetzt habe ich mir das für ganze 49 Cent geholt. 49 Cent. Und dann muss ich eigentlich das aufholen. Aber ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, die Musik war richtig gut. Und irgendwas mit einem Ring und einer Perle und einem Schiff. Mehr weiß ich nicht mehr. Sehr gut. Das ist ja auch alles, was du wissen musst. Ich weiß nicht. Mag eigentlich Point-and-Clicks ganz gerne. Die Drops, die man kriegt, sind immer nur kosmische Sachen. Also kosmetische Sachen. Kosmisch. Also ein kleiner Planet über dir fliegen, okay. Also wenn du Have a Nice Death spielen würdest, würde ich nebenbei, glaube ich, auch spielen. Okay. Ja, ich weiß das noch nicht. Also ich muss halt noch diesen Monat 4 Sticker fertig kriegen. Deswegen bin ich ziemlich am Überlegen, ob ich zeichnen soll oder spielen. Not sure. Entscheide ich morgen spontan, wie ich Bock habe. Wahrscheinlich zock ich. Dann. Ja, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. I don't know. Und sonst nerve ich noch die Leute fleißig, wie sie das Album finden. Ey, ist immer der zweite Tag. Pido, hast du mitbekommen, wie viele Streams das schon hat? Ja, über 15.000. Nee, nicht über 15. Ja, leider. 14.799. Hast du gerade nachgeguckt? Ja, natürlich habe ich nachgeguckt. Ist doch geil. Das ist übertrieben. Ich mag deinen Ori-Song. Dankeschön. Der Intro-Song. Ist ein gutes Intro-Lied. Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also es fühlte sich nicht so episch an, wie ich erhofft hatte, weißt du? Weil ich meine, alle Ori-Songs sind ja so ganz ruhig und dann dusch. An Ori wirst du bestimmt nicht rankommen, aber das ist schon ein guter Intro. Ich versuch's. Dankeschön. Ich hatte so Angst, dass Leute das skippen, weil das so leise ist, weißt du, am Anfang. You make me wanna die. Das ist brutal. Das ist brutal düster. Und was wollen Sie mit dem Lied sagen? Also, ja. Dass man sich immer schön die Zähne putzen muss oder so. Ich habe keine Ahnung, Mann. Das war ein schlechter Witz, I don't know. Dann geht mal schlafen, ich wünsche euch echt. Entschuldigung. Was? 14.800. Die Zahl ist gerade schau dir das an, die Zahl ist gerade umgesprungen. 14.800. Freue ich mich. Hast du das gerade umspringen lassen? Nein, das funktioniert nicht mit meinem Account. Weil meiner damit. Ich bin der Einzige, wo die Zahlen gar nichts bedeuten. Das heißt, du kannst selber deine Streams nicht hochpushen. Ich hab's zwar im Hintergrund, aber es zählt nicht. Aber eigentlich auch ganz gut, oder? Traurig wäre das, wenn der beste Hörer man selber ist. Sehr traurig. My Name is Dark hat 4000 Aufrufe. Krass, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Warte, ich kann hier. Also bei mir werden alle Lieder. Ich sehe auch nicht alle. Ich sehe Not Human nicht. Ich sehe You Make Me Wanna Die is Moving. Not Human hat 841. Moving On 756. Was krass war, weil Moving On ist jetzt Freitag rausgekommen. Und Not Human im, keine Ahnung was, April. Ja. Little Piece of Heaven hat 127 und You Make Me Wanna Die 65. Abgefahren. Tim will mich die ganze Zeit zu bekommen, wenn ich 100.000 Streams habe, dass ich Bizarre spiele. Da habe ich gesagt, ja, mach du ruhig. Hab mal gerechnet, wenn er alleine dann eine Dauerschleife hört, ist er die nächsten 10 Jahre dran. Also bin ich schön raus. Du, wenn ich das machen lässt, sind es nur noch 5. Nein. Du bist da raus. Du würdest sowas wie es nicht machen. Hallo? Wenn ich Kirk überrede, ist es nur noch 2,5. Dann sind es nur noch 2 Wochen. Du, das ist Exponential. Gut, okay. Steht ganz oben auf meiner Liste. Pete, nichts mehr erzählen. Okay. Alright. Dann. Guri hatte dich markiert auf irgendeinem Game, was eigentlich ganz witzig und cool aussieht. Ja, aber ich will mir nicht noch ein Game kaufen, weißt du?
Das habe ich, davon habe ich ganz viele Werbungssachen gesehen, aber ich möchte kein Geld ausgeben. Ich habe ja jetzt schon 3 Spiele auf meiner Bank. Und die müssen halt gespielt werden. Danach gucke ich mal. Das ist halt exakt wie Ori, was er da reingehauen hat. Also soll wie Ori sein. Für dich vielleicht ganz interessant. Aber ich habe auch noch viele Games, die ich noch nicht gespielt habe. Ja, es ist hart, wie viele Spiele Witcher, auf der Subnautica. Auf der Schmuddelbank sind, wollte ich gerade sagen. Auf dem Ablagestapel. Have a Nice Death, Grounded noch nicht. Deponia noch nicht. Deponia ist cool, aber du darfst nicht googeln. Ach, ich wollte dir ja noch erzählen von meiner krassen Theorie hier. Ja, hau raus. Also, es war irgendwie ganz witzig. Ja. Und zwar hast du mich und Tim gleichzeitig gecoacht. Gecoacht? Wir sind so beide in einer Welt rumgeflogen und du warst so in so deinem eigenen Raumschiff und hast auf uns so rund geguckt. Und irgendwie kamen wir irgendwie auf die Idee, den Abraumfelsen oder Krater quasi in die Sonne zu schicken und dann irgendwie ein anderes Loch oder so kreieren, um die Sonne quasi so neu aufzubauen oder zurückzusetzen oder sowas. War witzig. Also was ist jetzt dann dein Plan? Warum hast du jetzt gerade auf dich reingezoomt? Weil ich gucken will, was du sagst und dann sehr skeptisch gucken. Aber ich mich preparen. Breit. Ja, ich werde das Spiel weiterspielen. Gut. Und auf eine Lösung kommen. Gut. Gut. Der Abraumfels. Ja, frag mich nicht. Meinst du den Abraumfels, der um die Erde kreist? Ja. Den Mond. Gut, die Theorie ist so abwegig, die habe ich noch nie gehört. Könnte richtig sein. Beweis. Das kam von Tim und mir, wie kann... Ja, okay. Gut, dann weiß ich, wie die Theorie zustande kommt. Ja, hast du schon mal eine Robbe und ein Schaf in Lagerfeuer gesetzt? Nein, noch nicht, aber ich warte drauf. Ja, was meinst du, warum dir die Theorie noch nie unter die Nase gekommen ist? Ich hatte eine ganz andere Theorie als du, aber die möchte ich auch nicht sagen, weil bringt dich halt auf eine andere Richtung. Kannst du mir nach dem Game erzählen? Mache ich. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht. Gute Schlaf Nacht. Gut. Danke. Bis morgen. So. Überarbeitet euch nicht. Und nee, du auch nicht. Ciao. Tschüssi. Ich hatte mir überlegt, dass ich dann den Stream noch krass unterhalte. Weil mir ja so viel einfällt und mir ganz, ganz viele interessante Themen natürlich am Start sind. Wünsche ich dir. Danke, viel Spaß dabei. Viel Spaß bei. Cool. Hast du jetzt noch was? Oh ja, 10 Minuten noch. 10 Minuten, ich werde dann glaube ich schon mal. Okay. Aus. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand da ist. Hallo, ist noch jemand da? Hallo? Ich glaube, da ist Funkstelle. Dann gucke ich mir Musikvideos an. Bis gleich. Also bis später, meine ich. Schätze. Alright? Im Stream guckst du die jetzt an? Ja, ja, ich gucke einfach die vergangenen an. Das habe ich gestern angefangen. Das war eigentlich ganz witzig. So mal die, einfach die alten anzuschauen, weißt du? Die man jetzt schon gemacht hat. Ah ja, tatsächlich. Alles gut. Dann okay. Kann ich dich ja... Alleine lassen. Allein. Alright. Bis später. Bis später. Tschö. Ciao. Hi Aragorn. Hättest du Bock, noch Musikvideos anzugucken? Hoppala. Ich hab noch ein paar gemacht gehabt, aber... Warte mal. Ich kann schon wieder nicht reden. Wie gehe ich denn hier auf meinen tollen... Aha. Oh, das ist falsch. Das ist der falsche. Warte, muss ich das hier kopieren? So, und das hier einfügen? So, perfekt. Perfekt. Es geht direkt los. Ja, gerne. Okay. Ich habe ziemlich lange die Musikvideos nicht mehr wirklich angeguckt. Heute kam ich auf die kurze Idee. Du hast, glaube ich, auch gar nicht alle Lieder mitbekommen, oder?
Du darfst aussuchen. Möchtest du gern Thank You for Hurting Me sehen und Human Back Again? Immer meint, my name is Dark. Reality, was ist denn noch? Human Against the World oder Why? Ich habe leider nur diese Musikvideos. Wer sind's noch nicht? Such dir einen aus. Oh. I can feel there is something inside me, something more than life. Egal. Okay, ich finde das Human ganz cool. Das war nicht easy to make. Überhaupt nicht easy to make. Aber ich hatte noch nie so ein bequemes Outfit an. Bei allen Musikvideos waren die nicht bequem. Aber das war bequem. Wir haben versucht, das als One-Take zu machen. Das sind übrigens meine Lieblingskopfhörer. I don't wanna be human after all. Vor allen Dingen, das Witzige war, mit den Kontaktlinsen konnte ich nicht wirklich was sehen. Also, es war so, als würdest du einen super dichten blauen Nebel vor dir haben. Bescheuert. Aber cool. Mir ist generell mal tanzen vor anderen Leuten so peinlich. Aber mit den Kontaktlinsen geht das. Das ist mir da so irgendwie wurscht. I don't know. Staying in the shadows, breaking them down, 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 down. All the time, even things are rotten. Why won't you stay inside? And I don't get why they don't feel ashamed. Oh, human after all. Human after all. Human after all. Human after all. So ganz kaputt am Ende. Human after all. Ich glaube, ich brauche mal wieder neue Musikvideos. Ich habe noch wie viele Lieder vor mir? 6 oder so, die muss ich noch machen. I don't wanna be. Ende. Crazy. Was haben wir denn noch? Tada! Das mag ich auch mega gerne. In meinem Mind war so. Das war mir wirklich peinlich zum Drehen. Da hatte ich auch keine Kontaktlinsen drin und so. Ich dachte mir, oh nein. Vor allen Dingen haben meine Leute zugeguckt. So. Aber ich mochte die Idee dahinter. Diese ganzen Sprünge.
mind. Dark side of my night, I fight a lot. Sorry. Demons guide me in my mind. Every demon in my mind, am I right? I'm a psych, if I understand alright. It's so dark in my mind. In my mind, in my mind. In my mind. Am I right? I'm a psych, I got in and in a fight. I can't leave the dust behind. And my demons and my mind. Bei der Tanz. Ich war so gespannt, wie das live sein wird. Du bist natürlich auch eingeladen. Ich weiß, du hast mein gebrochenes Bein, aber man kann sich da hinsetzen. Das ist am 18.8. Mein erstes Konzert. Am I right on the side? Am I demons in my mind? Am I right? I'm a psych, I got in a fight. I can't leave the rest behind. Am I demons in my mind? Wunderschön. Okay, letzte Lied für heute, bevor ich hier Ende mache. Back Again. Also einer meiner Lieblingslieder auf jeden Fall vom zweiten Album. Bedeutungsvoll. Le Blicke. Wunderschön. Oh. You miss me, no, my soul is yours again. Take my blood, take my heart, take what you can, but don't leave me alone. Told me all the time that life's not good, and that's my web of mine, and oh, the fire left is my bloody throne. And I am the only one to blame. I try to be good and fair. That is why I come back again. Es war so kalt an dem Tag. Ich glaube, es waren gleich 1-2 Grad nur. Es war so kalt. Ich hatte gerade mal so eine ganz dünne Hose an. Und ein Rollkragen-T-Shirt. Also noch nicht mal ein Pullover, es ist einfach nur ein T-Shirt. Oh, es war so kalt, so kalt. Ich war irgendwie 4-5 Stunden draußen in der Nacht. Und da kamen Leute vorbei, das war mir so peinlich. Welcome to my reality. What's my gravity? Oh, darkness I never saw. What you saw in me. Die Augen. Na, da haben die Leute geguckt hatten. Oh. Bester Part. Frag mich, wie der live sein wird.
Lass mal kurz kochen und duschen, dann kommt wieder. Ist geil, das hab ich mir nicht gezeigt. Wie lieb ist das denn? BB. Ich dachte, ich klicke mich noch mal kurz durch ein paar Musikvideos. Und schau noch mal, wie es war. Ching! Ah, Laune gemacht. Okay, letzte Musikvideo, was ich mir anschaue. Dann gehe ich nämlich ins Bett. Such dir was aus, Jay. Thank you for hurting me. My name is Dark. Reality. Oh, my Wi-Fi dies. You and me against the world. Oder why? You decide. Gibt es ein Making-of dazu? Leider zu keinem einzigen Video tatsächlich. Weil, wir haben keine Kamera übrig. Gibt es leider nicht. Such du aus. Ich glaube, ich habe Bock auf My Name is Dark. Creepy. Da habe ich extra den Raum umgebaut. Das ist der gleiche Raum wie in Y. Gott, die Augen sind so creepy. Tell me I am not alone. Shine at my rotten bones. My scars. Die Krone habe ich selber gemacht, die andere auch. So viel Arbeit, so lange hat das gedauert einfach. Schon Spaß gemacht und gesagt, oh mein Gott, man sieht die Stirn. Lange war sie versteckt. Sieht so creepy aus. But see a woman, I don't care anymore. The fire is up here. Erstmal gehen. Das war jetzt mein Lieblingspart. Weil es war lustig zu drehen. Wir hatten das Licht gewechselt und ich sah, wie Leute die ganzen Lichter hin und her geschwungen sind. Und ich fand's mega witzig. Ich hab mich so oft kaputt gelacht.